Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Don't Forget History. Ich begrüße alle Zuhörer. Ja, erstmal so ein kleines Vorgeplänkel wieder, bevor wir so richtig wirklich starten mit der Anmoderation. Jungs, wie geht's euch? Ich habe eine Vorstellungsrunde. Ja, können wir eigentlich jetzt gleich machen. Wer ist denn heute alles mit dabei? Fangen wir mal alphabetisch an. Kriegen wir das hin mit Vornamen? Wer ist denn da zuerst dran? Na, ich? Ja. Der Arthur. Ah, kommt ja vom Anfang, ja, genau. Genau, Ja, ich du. bin wieder mit dabei. Letztes Mal leider ausgefallen. Ich hoffe, die Zuhörer können mir das nachsehen. Ja, das ist ja deine gesundheitlichen Probleme, das habe ich ja schon gesagt. Aber dafür werdet ihr mich heute, ja, ein bisschen Um, länger hören dürfen. umso Hoffe, ist mehr, nicht schlimm. ich hoffe, alle hatten eine schöne Weihnachtszeit und nachher auch einen guten Rutsch ins neue Jahr. Und jetzt gebe ich gleich mal weiter an unseren Gast aus Österreich. also, mir kennt's eh von der letzten Folge, ich bin der Sebastian und werde halt diesmal wieder einen kleineren Teil haben und diesmal wird ja der Arthur das meiste machen. Ja, sehr schön. Ja. Und wir grätschen so ein bisschen rein, wenn wir Wir gehen euch so ein was bisschen auf wissen den wollen. Sack. Genau. Ja, dann würde ich sagen, dann lass uns auch mit dem Intro direkt loslegen. Dann machen wir es gar nicht zu lang heute. Und dann sehen wir uns gleich nach dem Intro wieder. Ja, heute geht's mit dem Thema Ständestaat weiter. Heute ist der zweite Teil. Heute werden wir so ein bisschen den politischen Teil abdecken. Das wird der liebe Arthur heute für uns machen. Und kurze Erwähnung nochmal, wir haben hier ein neues Hintergrundbild, ein schönes Bild von Owen. Könnt ihr auch mal schreiben in den Kommentaren, was ihr davon haltet. Das ist ein bisschen anderer Stil jetzt für die Spotify-Hörer. Können wir ja mal kurz aufwiegeln, wer hier wer ist auf dem Bild, weil ihr seht es natürlich nicht. Aber ganz links sieht man einen Mann in Uniform und ich denke, das ist der Marvin, ne? Und du Österreichisches bist Bundesheer Paradeuniform. Paradeuniform, Garde. Garde Garde sogar. sogar. Mit Stahlhelm und Adler drauf. Ist das ein Adler oben? Ja, ne? Ja, genau. Eigentlich ein Doppeladler sogar. Genau, dann sieht man in der Mitte, sagen wir mal, mehr oder weniger in der Mitte mich mit Hut und Kinnbart. Und wer bin ich? Ich bin wahrscheinlich. Du bist, ich hab das folgendermaßen aufgeteilt. Ich habe versucht, jedem so eine Organisation zuzuordnen. Ah Und du ja. bist jetzt einfach so ein amerikanischer Reporter. Und deswegen habe ich gesagt, er soll so ein bisschen so Rolling Twenties, weißt du, du bist dann so ein. Mega. Der über die Unruhen berichtet. Genau. Sehr schön. Deswegen hast du auch Und. dieses Notizbuch da in der Hand und diesen wunderschönen Anzug. Sehr gut. Ich hatte schon kurz Angst, dass ich Dings bin, Dollfuß. Nein. Wegen Deine dem Kleine. Das ist die Anzug und so. Netflix-Adaption, denn. Das ist die Netflix-Adaption. Ah ja, das. Sehr gut. Und dahinter haben wir dann auch in Uniform den Arthur, nehme ich mal an, ne? Und was trägt der? Das ist Republikanischer Schutzbund. Ah, okay, das passt ja auch. Wobei, naja, auch nicht so richtig, ne? Aber können wir ja auch nochmal zukommen. Und ganz rechts haben wir den Sebastian und der hat ganz schön viel Lametta an der Brust, ne? Was ich gerade so sehe, eine Menge Orden, breiten Gürtel und einen Hut mit Feder. Das sieht Ja. doch, hilf uns mal, Sebastian. Wem Ja, würdest du also zuordnen? die haben wir nachempfunden nach dem Dollfuß, als aber kann Ah, man okay. eigentlich als Kaiserjäger oder halt einer von der Heimwehr auch sehen, also je nachdem. Ja, Ein okay. Hahnschwanzler. Ein Hahnschwanzler, genau. Ja, schön. Vielen Dank an Owen. Immer wieder schön, die coolen Thumbnails zu bekommen. Die schönen Hintergrundbilder.
Ja, heute geht es dann jetzt weiter mit dem politischen Teil, aber zuvor haben wir noch einen, sage ich mal, einen kleinen Nachtrag zur letzten Folge. Und zwar hat der Sebastian noch einen kleinen Nachtrag für uns. Und ja, schieß mal gerne los. Was hast du denn noch rausgefunden in der Zwischenzeit? Ja, genau. Ich habe mir nur ein bisschen weiter eingelesen. Zum Beispiel, wir haben ja den Teil von direkt von 1918 bis so kurz die Republik Deutsch-Österreich nur kurz angeschnitten, aber so Organisationen zum Beispiel auch vergessen. Hier zum Beispiel, es gab die Rote Garde, die wurde 1980 gegründet. Und das waren wirklich, also das war wirklich eine rein paramilitärische kommunistische Bewegung, die aber nicht selbst mit der Partei zu tun hatte, mit der KPdÖ, die halt auch einen Putschversuch gewagt haben. Das gleiche in dieser Zeit, in der Republikphase, gab es auch einen Putschversuch von der Heimwehr, das haben wir auch nicht erwähnt, das ist ein bisschen untergegangen. Und noch eine Kleinigkeit, was ich auch noch erwähnen wollte, weil wir ja gesagt haben, es gab ja die verschiedenen paramilitärischen Gruppen und wir haben ja eigentlich nur die Heimwehr erwähnt und den Frontkämpferbund. Es gab aber auch noch zum Beispiel die ostmärkischen Sturmscharen, wo zum Beispiel auch Dollfuß und Kurt Schuschnigg Teil dieser Organisation waren, die sehr christlich geprägt waren, auch die Symbolik. Arthur, wie war das? Das Piuskreuz, hast du gesagt, ist das? Nein, das Christusmonogramm. Ab Christus Monogramm halt so ähnlich dargestellt. Also das war wirklich sehr aufs Christentum ausgelegt. Dann gab es noch die Eiserne Legion, nicht zu verwechseln mit diesen ganzen anderen Organisationen. Es gab ja viele, die hießen Eiserne Legion. Und die waren eine promonarchistische Bewegung, wo es aber relativ schwer ist, Informationen zu finden. Ich kenne bis jetzt nur ein Foto von dieser Organisation. Und ja, sonst die restlichen haben wir eigentlich abgedeckt. Von der linken Seite konnte ich nichts weiterfinden. Also ich glaube, da ist der Schutzbund trotzdem das Dominierendste gewesen. Wenn da die Eiserne Legion und die ostmärkische Sturmschar war auch nur eher im Hintergrund. Die waren ganz klein und haben nie eine wirkliche Machtposition gehabt. Und dadurch, dass der Arthur mich auch darauf hingewiesen hat, da ich ja verglichen habe, das österreichische Bundesheer mit den polnischen und tschechoslowakischen Armee, man kann es kaum vergleichen eigentlich. Die Tschechoslowakei hatte halt die ganze Industrie und hat auch viele Bunkerstellungen zu Sudetenland gehabt und auch Panzerfahrzeuge, die ja später die Wehrmacht auch hatte, wie wir kennen, den T35T, also diese deutsche Bezeichnung für das, und den 38T, und war damit einem österreichischen Heer weit überlegen. Das gleiche ist mit Polen, das heißt, das ist schwer vergleichbar. Österreich war sehr unterlegen in der Zeit eigentlich, was Waffen und Panzertechnik und so betrifft. Ja, das wäre eigentlich der ganze Nachtrag. Und jetzt würde ich gerne an Arthur weitergeben für den politischen Teil. Wie leiten wir da jetzt über? Beim letzten Mal haben wir angefangen nach Kriegsende. Und du kannst ja mal, sag ich mal, so ungefähr nach Kriegsende anfangen, so einzusteigen, wo sich schon diese ersten Entwicklungen abgezeichnet haben. Das kann ich machen. 1918, Kriegsende, Zeit der Konsolidierung. Man stand ja in Österreich erstmal da, wie auch schon im ersten Teil bezeichnet, in der Sinneskrise. Man wusste ja nicht mehr, ja, wer ist man nun? Von den Sozialdemokraten und den Kommunisten war klar, wir sind jetzt Republik. Alle Macht geht vom Volk aus. Und man konnte sich mit der Republik relativ leicht anfreunden. Allerdings waren die Kommunisten und die Sozialdemokraten im Kaiserreich nicht die bestimmte Gruppe und stellten auch nicht die Mehrheit, sondern die Mehrheit waren dann wirklich katholische Bauern und bürgerliche etc. Auf einmal, alle Macht geht vom Volk aus. Wie funktioniert das damit, dass uns ja beigebracht wurde und wir daran geglaubt haben, ich spreche jetzt aus der Sicht der genannten Gruppen, dass alle Macht von Gott ausgeht, sprich das Kaisertum von Gottes Gnaden. Es gab ja nicht, gab es ja nicht mehr. Also stand man der Republik relativ skeptisch gegenüber. Was auch Aktionen der Sozialdemokraten bzw. der Kommunisten nicht unbedingt gefördert haben, wenn man aus der rot-weiß-roten Fahne mal eine rote Fahne gemacht hat, indem man den weißen Streifen rausgerissen hat und den roten und den roten Streifen miteinander verknotet hat. Das hat natürlich Ängste geschürt, auch in dem Blick auf die Sowjetunion. Man hat ja die Zeitungen gelesen und so weiter, hat ge-
lesen, dass in der Sowjetunion, sprich in Sowjetrussland damals noch, im Bürgerkrieg alles drunter und drüber geht, Aktionen gegen Gruppen der Bevölkerung durchgeführt worden, namentlich Kirche und Bürgertum. Ja, und damit könnte man sich nicht so richtig anfreunden. Gab es da nicht auch so einen gewissen Blick auf Deutschland, weil man in Deutschland ja auch gesehen hat mit den Aufständen der Matrosen, dass ja, genau, durchaus ja, ja. auch Dinge passieren könnten, die außer Kontrolle geraten könnten? So? Ja, ja genau. Also man hatte da wirklich große Angst vor einer Machtübernahme der Roten. Weswegen die erste große Regierung 1920 auch nur gebildet werden konnte, weil die Christsozialen sich mit den Kräften von der SPD zusammengesetzt haben in einer großen Koalition. Sprich, Ignaz Seipel ist in eine Koalition mit den mit der SPD gegangen. Ignaz Seipel zur Erklärung der Person. Ignaz Seipel war katholischer Geistlicher, Prälat und ja, durch und durch in der KOK-Monarchie sozialisiert worden, aufgewachsen und auch von der Einstellung her. Also alle Macht kommt von Gott und der Staat zerfällt als erstes, wenn die Religion ja in ihrer Macht zerfällt. Was sich dann auch gezeigt hat in der Regierung mit den Sozialdemokraten, weswegen die auch relativ schnell zerbrochen ist. Weil die Sozialdemokraten haben sich in ihrer Position an Sachen gemacht wie Abschaffung des Zwangs zum Religionsunterricht in einem mehrheitlich römisch-katholischen Land. Ja, ein bisschen schwierig und ist auch den Christsozialen mächtig aufgestoßen. Während man allerdings andere Reformen durchgebracht hat, wie eine generelle Arbeitslosenversicherung, Reglementierung der Arbeitszeiten und Urlaub, durchaus mitgetragen hat. Aber die religionskritischen Angelegenheiten der Sozialdemokraten konnte man nicht mehr mittragen, weswegen die Regierung mit den Sozialdemokraten relativ schnell geplatzt ist. Danach haben sich dann abwechselnde Regierungen bis 1922 durchgeschlagen, wo dann Seipel wieder auf den Plan gerückt ist. Fast wie heute. Ja. Nein, Johnny. Aus. Seipel von Anfang an diesmal anti-rot gepeilt, also absolut anti-rot. Wir machen mit den Sozialdemokraten nichts mehr zusammen. Hat er sich dann mit den Großdeutschen zusammengetan. Sind das diese, sozusagen, die wirklich jetzt schon zu der Zeit schon den Anschluss an Deutschland wollten? Ja, genau. So aber auch Seipel wollte den Anschluss an Deutschland. Allerdings von einer anderen Richtung her. Seipel und auch die römisch-katholische Kirche hat den Reichsmythos stark gepflegt. Der Reichsmythos besagt, wir sind erinnert an das Heilige Römische Reich deutscher Nation. Darüber hat man den Wunsch der Österreicher an einen Anschluss an das Deutsche Reich erklärt. Sprich, der Österreicher tritt dem Deutschen Reich bei und bringt den Deutschen die Qualitäten, an denen es ihnen mangelt. Ach, sehr gut. Aber ganz kurz nochmal zum Heiligen Römischen Reich deutscher Nation. Das ist ja aus deren Sicht jetzt noch nicht so unendlich lange her. Das sind knapp über 100 Jahre gewesen, ne? 1806. Genau. Also so lange ist das ja noch nicht her, dass das so komplett in Vergessenheit geraten wäre, ne? Genau, deswegen ja auch der Mythos. Und davon haben die sich ja genährt. Und auch deswegen waren die auf den Anschluss. Da haben die auch keinen Hehl draus gemacht. Das war schon immer so und deswegen muss das wieder so sein. Ja. Und das Heilige Römische Reich hat ja auch, wie viel, 100 Jahre existiert? 1000, glaube ich, ne? Genau. Und Österreich hat in der meisten Zeit der Existenz des Heiligen Römischen Reiches den Kaiser gestellt, also fand man sich da in einer durchaus komfortablen Position. Und man hat halt gesagt, wir bringen halt den Deutschen die Qualitäten wieder zurück, an denen sie mangelt. Sprich, wir missionieren die Deutschen, wir bringen denen wieder Kultur. Auch aus diesem religiösen Aspekt heraus? Also, dass man wieder weniger auf den religiösen Aspekt geschaut, also weniger auf die norddeutschen Lutheraner, sondern wirklich eher, dass man sich als Österreicher, als KOK-Monarchie, doch einer höheren Kultur angemaßt hat, als die Deutschen besitzen. Nicht alle Deutschen denn, oder? Die Deutschen dann eher so stumpfsinnig militärisch, während man in Österreich auch auf die feinen Sachen geachtet hat. Ist wahrscheinlich gar nicht so weit hergeholt, wenn man drüber nachdenkt, denn das Deutsche Reich von 1871 war ja sehr stark geprägt durch Preußen. Ja. Und generell das Deutsche Kaiserreich war natürlich auch kulturell, natürlich hat es auch viel gehabt, waren ja auch ein bisschen andere Zeiten dann, aber war ja trotzdem sehr militaristisch, ne? Darf man ja auch nicht vergessen.
Gut. Ich mich kurz dazu äußern nur. Ja, Österreich wird ja zum Beispiel, weil viel Expansion vom Österreich-Ungarn, also oder vorher des österreichischen Kaiserreich, war ja durch Heiraten. Deswegen wird ja auch immer gesagt, deswegen war das österreichische Heer ja auch nie in so einem guten Zustand wie das preußische oder halt das deutsche. Weil die waren ja viel mehr auf diesen Krieg aus und die Österreicher, wir haben mehr Gebiete einfach durch Heiraten bekommen. Deswegen wird ja auch immer gesagt, ich bin mir jetzt nicht sicher, welcher Kaiser es gesagt hat, aber andere führen Kriege, aber du, mein schönes Österreich, heirate. Daher kommt doch der Spruch. Das heißt, wir waren nicht so militarisiert. Ja, und dann hat man sich halt mit den Großdeutschen zusammengeschlossen und hat die nächsten Regierungen gestellt, insgesamt 3 Stück, bis 1924. Das hat sich damals noch stark abgewechselt, wie man sieht. Uff. Ja. Also in 2 Jahren 3 Regierungen. Ja. Ja, das ist schon ordentlich. Und damals fing man auch schon an, die rechten Milizen zu unterstützen. Wie wir schon im ersten Teil gehört haben, gab es davon ja ein paar. Heimwehr, Frontkämpferbund und so weiter. Weil du jetzt Mann meintest, meinst du vom österreichischen Staat her oder speziell auch von Ignaz Seipel? Von österreichischen Staat und damit Ignaz Seipel, genau. Okay. Na, ich hab da nämlich auch nochmal was zu gelesen, Moment. Und zwar war das eine spezielle Operation, die gemacht wurde. Meinst du jetzt sowas wie bei der Reichswehr in der Art? Dem die Heimwehrgruppen so zum Beispiel wurden unterstützt von der österreich-alpinischen Montagegesellschaft. Und Großgrundbesitzern halt vor allem aus der Steiermark sowie durch italienische Faschisten, das ungarische Regime und Gruppierungen der bayerischen Rechten, zum Beispiel Organisation Kanzler. Ja. Also wir hatten es ja letztes Mal gefragt, wo die denn eigentlich die Waffen und so weiter her hatten. Ich habe das nämlich nochmal geguckt. Und Starhemberg ist zum Beispiel auch an Sir Oswald Mosley rangetreten und hat ihn gefragt, ob er mal was rüberwachsen lassen kann, was Mosley aber ablehnte. Ja, zu Herrn Fürst Ernst Rüdiger Starhemberg werden wir nachher noch kommen, in ungefähr 6 Jahren. Bist aber optimistisch für die heutige Folge, ne? 6 Jahre historisch gesehen. Ach so. Er war ja auch ein reiner Opportunist, muss man ja auch sagen. Er hat ja auch mit den Nazis ja versucht, auch zu kooperieren. Also. Ja. Jedenfalls ging damit dann die Finanzierung der Milizen durch die Industrie. Seipel hat halt so vermittelt zwischen Industrie und Milizen. Die Industriellen wollten natürlich ihr Kapital schützen vor den roten Horden. Based. Deswegen, ja, da eine Hand wäscht die andere praktisch, ja. Wobei Ignaz Seipel allerdings weniger geguckt hat, wie die rechten Milizen politisch aufgestellt waren, sondern eher, wie effizient die waren. Also wo lohnt es sich, Geld hinzugeben? Und da hat sich natürlich der Frontkämpferbund hervorgetan. Aus dem einfachen Grund, wie schon erklärt wurde im ersten Teil, dass ja der Frontkämpferbund aus Offizieren und Soldaten bestand. Und wem gibst du am ehesten eine Waffe in der Hand, wenn du Effizienz haben willst? Soldaten und Offizieren, Militär. Genau. Und keinen Bauern, wie es bei der Heimwehr zum Beispiel der Fall war. Die mit einem Jagdgewehr umgehen können, aber das war es dann auch schon. Nur mal als Kontrast und die Leute vom Schutzbund, was waren das für welche? Haben wir letztes Mal kurz gehabt. Sebastian, kannst du da kurz mal, gibt es da irgendwie, kann man irgendwie fassen, was das für Leute waren? Als wer beim Schutzbund dabei war. Mhm. Also waren ja offensichtlich was wahrscheinlich keine Militärs, sondern. Nein, also der Schutzbund war wenig geprägt von Soldaten, also wirklich sehr wenig. Das war ja auch der Grund, warum sie schlecht organisiert waren. Ich glaube halt, Arbeiter hauptsächlich wirklich und halt auch Arbeitslose, die halt sonst nichts zu tun hatten, waren halt auch ein großer Teil. War aber bei der Heimwehr auch so viele Arbeitslose, also auch durch die Wirtschaftskrise und so. Deswegen hat der Seipel weniger auf die Heimwehr gesetzt, weil auf die hat er nicht vertraut. Wie gesagt, Arbeitslose, Bauern etc. Keine fronterprobten Offiziere und Soldaten wie im Frontkämpferbund. Auch wenn natürlich, wie schon bereits im ersten Teil besprochen, die rechten Tendenzen da weitaus stärker waren. Aber das war für Seipel jetzt kein Hinderungsgrund? Nein, überhaupt nicht. Weil das war ein Mittel gegen die Roten und dieses Mittel war ihm recht. Ah, okay. Also ganz pragmatisch. Ganz pragmatisch, ja. Wie gesagt, er war auf der Effizienz aus, nicht auf politische Anschauung bei den rechten Milizen. Das setzt sich dann auch stark weiter. Die Feindschaft gegen
alles Linke, auch in den nächsten Regierungen unter Seipel, weswegen er sich auch ab 1926 mit der Riehl-Schulz-Gruppe zusammengetan hat. Ich weiß nicht, Sebastian, ob die was sagen? Nee, kannst du das weiter erläutern? Die Riehl-Schulz-Gruppe hat sich schon aus den Nationalsozialisten rekrutiert. Also selbst in die Richtung hatte man dann weniger Probleme. Allerdings waren es nicht die Nationalsozialisten in dem Sinne, wie sie später den Dollfuß ermorden wurden, sondern wirklich nur so eine Gruppe, die halt diese Ideologie sich angenommen haben. Also wenn es so früh ist, heißt es der Nationalsozialisten, hat man tatsächlich die, ich sage mal, DAP aus Deutschland kopiert damit oder war das quasi... Genau. Ah ja, okay. Muss ich mir das denn jetzt, das klingt so wie die Amerikaner nach dem Zweiten Weltkrieg, du bist antikommunistisch, der Feind meines Feindes ist mein Freund, weißt du? Ganz genau. Du magst keine Kommunisten, ich mag keine Kommunisten, lass uns Freunde sein, hier ist Geld. Genau. Ja, vielleicht nicht direkt Freunde, aber ich gebe dir mal Geld und Waffen, auf jeden Fall schon mal. Deswegen hat man diese Koalition auch ganz unverfänglich Bürgerblock genannt, waren halt nur anständige Leute. Oh Gott. Uff. Uff, ja. Halt anständig, nicht rot. Ja, man muss ja sagen, wir sehen es ja aus diesem heutigen Blick. Ne? Für die damalige Zeit war für die ja gar nicht absehbar, in welche Richtung sich das noch entwickeln könnte. Ne? Das waren halt vielleicht super konservative oder vielleicht auch Sozialisten mit ein bisschen anderen Ideen, aber antikommunistisch. Und muss man so ein bisschen auch wahrscheinlich aus der Zeit immer sehen. Ne? Wir haben jetzt diesen krassen Abstand. Ne, aber vor, wie gesagt, vor 80 oder fast 100 Jahren jetzt fast schon. Muss nicht mal so weit gehen, guckt die Amerika in den 50ern an, zu Zeiten der Roten Angst. Ja, klar. Man muss ja verstehen, ganz ehrlich, die Lage in der Situation, das hat einen schon zusammengeschweißt gegen die Sozialisten, gegen die Kommunisten. Die Ungarn hatten ja auch eine Phase, wo sie kommunistisch waren und das war ja eine Katastrophe. Und zu dem Republikanischen Schutzbund kann ich auch dazu noch was sagen. Der Republikanische Schutzbund war jetzt auch nicht eine Truppe, die komplett unterfinanziert war. Die Sowjetunion hatte sich ja gerade in ihren Anfangszeiten noch sehr stark auf den Export der Weltrevolution eingestellt. Nannte sich dann Komintern. Und die Komintern hat Geld an Sozialisten in Österreich, Deutschland, Frankreich etc. gegeben. Halt zur Vorbereitung der Revolution in den Ländern. So konnte sich auch der Republikanische Schutzbund mit Waffen und so weiter eindecken. Also, die waren nicht auf sich allein gestellt. Die Sowjetunion hat da schon geholfen. Ja. Natürlich auch nicht besonders lange, weil, wie wir auch schon besprochen haben, im Teil Polnisch-Sowjetischer Krieg, hat man ja nach dem Polnisch-Sowjetischen Krieg Abstand genommen von der Idee der Weltrevolution. Vor allen Dingen mit der stärkeren Machtkonzentration auf Josef Stalin. Der die Revolution. Weil er ja trotzdem stecken fährt, permanente Revolutionen, ne? Genau. Weswegen dann wahrscheinlich auch das einer der Gründe war, warum dann so ein bisschen die Luft draus war bei den republikanischen Schutzbünden und was dann zu den Februarkämpfen geführt hat und der Niederlage. Mhm. Aber sonst am Anfang gab erstmal kräftig Geld aus der Sowjetunion. Ja. Wäre die Frage auch geklärt, wo die ihre Waffen her hatten. Genau. Okay, das müssen sie finanziert haben, weil das sind ja, wenn du einen Haufen Arbeitslose hast, ne, das ist ja keine Armee. Ja, du kannst zwar Mannstärke haben, aber... Frag mal Rocina, manchmal reicht das. Wobei die auch schon sehr opferbereite Soldaten hatten, ne? Also die haben denen ja wirklich sehr, sehr viel abverlangt. Und da waren ja auch viele, glaube ich, auch Leute bei, die zumindest im Krieg gegen die Japaner ja auch viel gekämpft haben, ne? Darf man auch nicht vergessen. Aber so ging dann die Aufbauschung des Konfliktes zwischen katholisch-bürgerlichem Lager und den roten Kräften weiter, weil man hat sich wirklich aktiv bekämpft. Die Seipel-Regierung sind aktiv gegen die Sozialdemokratie vorgegangen und haben sich halt auch sämtliche Partner gesucht. Was heißt, also kann man das noch ein bisschen beschreiben? Also wir haben ja abseits von diesen, sag ich mal jetzt, Straßenkämpfen oder Gefechten oder Aufständen, gab es da noch die politische... Die Schattendorfer Prozesse hatten wir ja im ersten Teil auch. Mhm. Da hat sich Seipel dann auch einen Spitznamen eingefangen. Der Prälat ohne Gnade. Weil, ja, Seipel hat gesagt, natürlich, wir können die Prozesse knallhart durchführen, aber das geht nicht. Weil natürlich würden die Urteile nicht an das Leid der Opfer rankommen,
aber sie würden der verletzten Republik extrem schaden. Also, wenn es ihm nützlich war, hat er die Republik dann doch mal vorgeschoben. Okay. Na, wir hatten sie schon pragmatisch, ne? Ja, er war durch und durch pragmatisch, also. Ja, interessante Figur. Wenn es um seine Kirche ging, war er knallhart, also da ging nichts ran. Also erzkatholisch. Erzkatholisch, ja, durch und durch. Was sich dann auch nach seiner Amtszeit nochmal richtig zu Buche geschlagen hat, weil Papst Pius der XI. Brachte dann eine Enzyklika raus. Das war die Quadragesimo Anno. Und in dieser wird geschrieben, oder ist geschrieben, dass Katholik sein und Sozialist sein unvereinbar ist. Das ist aber, warte mal, dieser Papst Pius ist doch der, der den ganzen Kriegsverbrechern nachher über die Rattenlinie nach Übersee geholfen hat, ne? Ist das derselbe? Nein, nein, nein. Er stirbt dann doch, oder? In den nächsten Jahren, oder? Genau. Das aber war der, Papst Pius der Zwölfte. Genau, das war der Nachfolger davon. Ah, ja. Pius ist ein sehr beliebter Name gewesen. Ach so. Ja. Interessant, ja. Jedenfalls, wenn dann sogar noch der vom Papst das Nein gibt, von wegen Katholik sein und Sozialist sein, ist unmöglich, hat das natürlich den rechten Kräften noch mehr Aufschwung gegeben. Wir müssen uns gerade jetzt noch mehr behaupten gegenüber den Sozialisten. Aber nochmal zur Klarstellung, das war aber, nachdem auch Seipel schon trotzdem seinen antisozialistischen Kurs hatte, das war sozusagen auch die Bestätigung, Bekräftigung des Ganzen, ne? Genau, genau. Allerdings war das nach Seipel seiner Macht, weil 1929 ging es dann Seipel zunehmend schlechter. Er litt an Diabetes wie Mellitus oder helfen wir mal? Irgendein Mediziner unter euch? Nee. Diabetes Mellitus sagt mir nichts. Also Diabetes, klar, ne? Typ 2. Ja. Jedenfalls litt an Diabetes und er hatte halt auch einen Attentatsversuch auf sich, hinter sich. Das war nach den Schattendorfer Prozessen, hat sich dann ein Arbeiter dazu entschlossen, beziehungsweise ein ehemaliger Arbeiter, war arbeitslos zu dem Zeitpunkt, auf Ignaz Seipel zu schießen an einem Bahnhof, wo er gerade aus einem Zug ausgestiegen war. Ich glaube, das war der Südbahnhof von Wien. Ja, also an den Spätfolgen des Attentats und an der Diabetes ist er dann nach einem Kuraufenthalt verschieden. Nach der Kur? Oh, shit. Nach der Kur, ja. Übrigens, Diabetes mellitus ist einfach die Bezeichnung von Diabetes. Da gibt es mit Diabetes mellitus Typ 1 und Typ 2. Ach so. Ja. Ja. Noch was gelernt hier heute, Bildungsauftrag. Der Podcast ist ja auch als Bildung markiert bei YouTube. Da siehst du, nicht ganz zu Unrecht. Ja. Dann können wir jetzt weiter dummes Zeug erzählen. Bildungsauftrag erfolgt. So, also das war dann quasi das Ende von Ignaz Seipel. Von Ignaz Seipel, genau. Aber sein Werk war halt eine gespaltene Republik zwischen rechten und linken Kräften. Was dann... Da dürft ihr noch was fragen. Was hat er mit dem Justizpalast da zu tun gehabt? Er war ja zuständig für den Einsatz der Polizei, oder? Ja. Das hat er ja auch weiter befeuert eigentlich, dass diese Unruhen weiter zum Stand, also das dazu kam halt. Da stand er nicht im Wege, sag ich mal so. Jetzt rundet sich das Bild vom letzten Talk nochmal ab, warum die Polizei denn so exzessiv nochmal vorgegangen ist. Naja, man muss schon sagen, es war halt einerseits das von der Regierung, also von ihm, dass er das angeordnet hat, dort, dass die dorthin rücken sollen, weil sie Angst hat vor einer Revolution. Und andererseits, dass das Polizeischüler waren. Also es war eine blöde Mischung, sagen wir so, aus beiden, das zur Katastrophe führte eigentlich. Aber er war schon sehr viel schuld dran. Okay. Er hat auch nicht davor zurückgeschreckt, sowohl Bundesheer als auch Polizei in Wien aufmarschieren zu lassen, auch zusammen mit der Heimwehr. Also man hat dann wirklich die Machtdemonstration gegenüber den Linken gezeigt. Also wir sind hier der Chef im Staat. Was Gott sei Dank auch nur zu keinen Auseinandersetzungen geführt hat, weil die Sozialdemokraten da relativ besonnen agiert haben, gerade unter dem amtierenden Bürgermeister von Wien, weswegen es dazu keine Ausschreitung von links gekommen ist, was zweifelsohne zu dem Zusammenprall mit Armee, Polizei und Heimwehr geführt hätte.
Ah, das war Karl Seitz, oder? Der Wiener Bürgermeister zu Das der kann Zeit. sein, ja. Ja, weil der hat ja auch versucht, beim Justizpalastbrand das Ganze ein bisschen zu unterbinden, dass dort weiter die Einsatzkräfte belästigt werden. Und die Heimwehr kommt auch jetzt zu ihrem Auftritt. Weil der Heimwehr war es genug, als Schlägertruppe durch die Gegend zu ziehen, sondern wollte jetzt auch politisch in Aktion treten. Was 1930 mit dem Heimatblock der Fall war. Und hier kommt auch Fürst Ernst Rüdiger Starrenberg zum Tragen, der dann auch Innenminister wurde in der Regierung Vougan. Ich habe das jetzt einfach französisch gelesen. Wird hier geschrieben Vaugien. Das klingt für mich sehr französisch. Die allerdings relativ kurz. Da gab ja auch verschiedene. Ich habe hier gelesen, mal rein aus Trotz, also es ist nicht mal abwegig, rein aus Gnatz. Ne? Wenn du mal guckst, Österreich ist ja eigentlich auch so ein Sammelbecken eigentlich. Da hast du ja auch alles, Tschechen und Polen und sowas von diesen Ja, wenn wir Vielvölkerstaaten. uns Natürlich auch so eine. den aktuellen Bundespräsidenten anschauen. Ich weiß gar nicht, wer Ach das so, gerade ist. Van der Bellen. Ja. Ja. Niederlande, oder? Ja, wenn Ja, das so halt guckt. österreichische Niederlande damals noch. Ja, oder Gabalier, ich glaube, da habe ich mal was zu gelesen. Der war, weil mich das auch gewundert hat. Der ist ja Österreicher und hat aber so einen italienischen Namen. Der ist ein Nachfahre von einem italienischen Soldaten, der während Napoleons Herrschaft da geblieben ist, Ach einfach. je. Ich hätte jetzt auf Venetien und Istrien getippt, aber wenn es sogar noch aus Napoleon-Zeiten ist. Jedenfalls kommen wir jetzt zu dem Ernst Rüdiger Starnberg, Chef der Heimwehr, der dann auch Innenminister wurde. Sprich, die Heimwehr kam in die Regierung mit rein. Die Regierung war allerdings sehr kurzlebig, weil ab 1930 die relative Mehrheit der christsozialen Partei ins Wanken geraten ist. Die Vorstandsfigur Ignaz Seipel war halt weg. Eine Geschichte, die sich ja noch später wiederholen wird, wie wir schon im ersten Teil besprochen haben, wie ihr besprochen habt. Ja, weswegen man sich dann immer mehr gucken musste, mit wem geht man nun zusammen. Man hat es auch mit den Nationalsozialisten versucht, also mit den richtigen Nationalsozialisten, jetzt nicht mehr mit der Riehl- und Schulz-Gruppe, aber das hat nicht funktioniert. Also die Weil. Nationalsozialisten waren zu der Zeit auch schon eine Partei sozusagen, hatten eine Partei in Genau. Österreich? Okay. Genau. Aber warum hat es nicht funktioniert? Also gab es da spezielle Gründe? Ja, Starrenberg hat sich angemaßt, Chef dieser Regierung werden zu wollen. War ein durchsetzungsstarker Mensch, Auf der den Bildern Position haben sieht wollte. man es ja auch so ein bisschen, ne? Der hat so einen harten Blick irgendwie, finde ich. Persönlich Ja, nicht so ja. einen kalten, eiskalten Blick. War auch ein Ex-Militär, ne? Oder Genau. ist. Okay. Als Fürst, Ja. da war es Sitte, dass man als Offizier in der Armee gedient hat. Genau, seht ihr nicht? Es war tatsächlich, der hieß Fürst Ernst Rüdiger Starhemberg. Und als Fürst, ich sag mal, also generell als Adliger, hat man ja nochmal ein anderes Standing, auch besonders noch in Österreich. Das war im Dritten Reich vielleicht jetzt nicht mehr so präsent, zum Beispiel jetzt in Deutschland, aber. Da gab es ja trotzdem durchaus einen Adliger, war ja immer noch ein Adliger und hatte ja immer noch einen gewissen Stand. Den Obwohl Adel die hatte man Nazis zwar. geguckt haben, dass sie die Junker nicht so doll ans Ruder lassen. Weil Ja. gerade dieser preußische Militarismus stand sehr dem Fanatismus der Nazis im Weg. Man war halt Soldat, weil man Soldat war und nicht aus politischen Motiven. Und das war den Nazis gar nicht recht. Die wollten ja Weltanschauungssoldaten haben. Das hatten wir ja vorhin auch schon in unserem Vorgespräch, wo wir uns dann nochmal über die Begrifflichkeit Faschismus, Nationalsozialismus unterhalten haben und wie die anwendbar ist auf Österreich, beziehungsweise auf das, was bald in Österreich kommt. Also nicht aktuell, sondern 1900 noch was. ja, dass halt in Deutschland die Nationalsozialisten eher aus der Arbeiterschicht kamen. Man hat sich ja nicht umsonst den Begriff sozialistisch in die Parteinamen genommen, während halt Und der Auf Arbeiterpartei auch noch, ne? genau, Sogar noch während verbaut. halt der Aufbau der rechten Kräfte in Österreich wirklich aus einem gut bürgerlichen, monarchistischen, klerikalen Lager kam. Also extrem dem entgegengesetzt, was wir im Deutschen Reich bzw. in der Weimarer Republik gesehen haben. Aber auch in den Teilen, der Faschismusbegriff, Mussolini hat ja auch mal als Sozialist angefangen. Also
Ja, das ist fast sogar nochmal ein ganz eigenes Thema. Das ist ein Fass, was man hier mal irgendwann aufmachen kann. Ob Willst du man. das, willst du die Büchse der Pandora echt aufmachen? Ja, und dass man vielleicht nochmal gucken kann, ob man irgendwie eine Art Trennschärfe zwischen den Begriffen bekommt, weil heutzutage ist ein Begriff oder verschiedene Begriffe stehen für 100 Sachen. Aber damals gab es ja noch ein, zwei oder Trennschärfen mehr. Und dass man das quasi nur im Kontext der damaligen Zeit vielleicht nochmal beurteilen kann, Sag mal so, wir welche vereinfachen Bewegungen und wie heute waren. einfach, Wir oder? dürfen ja auch nicht vergessen, dass die Leute, die sich damals da als Führer ihres Landes verstanden haben, selbst Geltungsbedürfnis hatten und dann natürlich nicht gesagt haben, ja, ich habe hier eine Ideologie von meinen Nachbarn genommen. Ja, es war dann halt eine eigene, ne? Mit ein Genau. paar Sachen mehr gespickt und so, aber. Genau. Aber tatsächlich unterscheiden sie sich ja auch teilweise ein bisschen, von daher man wahrscheinlich schon auch eine Trennlinie ziehen kann zwischen den verschiedenen Strömungen. Gerade Franco war ja dann auch noch mal sehr, sehr eigen, aber das ist wieder ein anderes Thema. Kommen wir auch noch zu. Aber zu Stahlenberg, der war auch durch und durch eher monarchistisch geprägt Ja, oder autokratisch. autokratisch, monarchistisch, genau. Was sich dann auch später im Ständestaat zeigen wird, dass man halt eher so ein bisschen rückwärtsgewandt war, was die Ausrichtung des neuen Staates angeht. Beziehungsweise die gesellschaftliche Struktur des neuen Staates. Jedenfalls wurde er dann Innenminister in der neuen Regierung, in der kurzlebigen zwar. Und dann kamen die beiden dann auch erstmals in Kontakt, der Herr Starnberg, beziehungsweise Fürst Starnberg und der Herr, wirklich Herr Engelbert Dollfuß. Weil in der Regierung ab 1931 kam nämlich Dollfuß auf die politische Bühne als Minister für Landwirtschaft. Kannst du vielleicht in ein, zwei Sätzen seinen Background nochmal kurz nennen, weil die Bilder, die ich Ja, gefunden habe, natürlich. da war er unter anderem auch in Uniform. Ja. Engelbert Dollfuß hat, wie die meisten Österreicher, es bestand Wehrpflicht, in der kaiserlichen Armee gedient. Ich glaube, bei den Tiroler Landesschützen, Kaiserschützen. Kaiserschützen. Weil du hattest mir doch gesagt, Sebastian, weil das die einzigen waren, die ihn genommen haben, ne? Arthur, darf ich kurz Natürlich. reinquetschen, da nur mit dem Hintergrund. Also Dollfuß war relativ klein, also war 1,50 und die Mindestgröße in der K&K-Armee, glaube ich, so wie es auch heutzutage beim Bundesheer ist, ist 1,55. Und er hat versucht, sich überall zu melden, und er ist ja aus Niederösterreich, also aus Texting eigentlich, und hat überall versucht, sich zu melden. Und keiner hat ihn genommen, bis er dann zu den Tiroler Kaiserschützen kam und die haben ihn dann auch eingezogen. Deswegen ist auch der Grund, warum er in seiner Uniform diesen Birkhahnstoß trägt, also diese Hahnenschwanzluniform quasi, weil das genau von die Tiroler Kaiserschützen diese Uniform ist. Das ist der Hintergrund dazu. Auch mit der klassischen Bergmütze. Ja. Aber auch er hat einiges an Auszeichnungen, zumindest auf den Bildern hängen da eine Menge Orden. Ja, er war auch kämpfend an der Isonzo-Front, also gegen Italien, eingesetzt. Oh Gott, oh Gott. Er war ja beliebter Anführer, muss man sagen. Er war ja auch er war ja zuständig für eine MG-Abteilung und gewisse Unteroffizier Frontab. war er, glaube ich, oder sowas. Ja, aber er war genau zuständig und es gab auch Frontabschnitte, die oder halt so Bereiche, die seinen Namen trugen unter den Soldaten. Also er war schon beliebt und dementsprechend halt. Und wie Marvin schon meinte mit dem Oh Gott, oh Gott. Ja, na, Isonzofront konnte man Auszeichnungen gewinnen, weil da wurde ordentlich gekämpft und das auch ordentlich im Nahkampf. Wie viele waren das? 17 in die sonst Ich so wollte gerade Schlachten? sagen, es ist mir auch nur bekannt, dass es da Krass, super oder? viele gibt. Ja. Ich glaube, mehr als 12 gab es nicht, aber ich bin mir sicher. Ich guck mal Und gerade nebenbei. man hat da ja teilweise nicht nur mit Waffen gekämpft, sondern man hat sich auch mit Steinen beworfen und so weiter. Oder Also einfach Berge gesprengt. ja, also da ging es richtig heiß her, Ja, 12 Isonzo-Schlachten gab es. weswegen sich auch seine Ohrenspange erklärt. Nur mal kurz der Background. Also die Isonzo-Schlachten mit über 1 Million getöteten, verwundeten, vermissten Soldaten gehört die Isonzo-Schlachten zu den verlustreichsten Schlachten des gesamten Ersten Weltkriegs. Bei 12 Schlachten wundert einen das nicht. Und es war in den Bergen, ne? Also die Isonzo ist ein Gebirge, oder? Oder eine Nee, der Gebirgskette, Isonzo ist oder? ein Fluss. Aber ja, an dem Fuß von dem Gebirge, genau. Dolomiten, wenn ich mich nicht irre. Dolomitenfront, ja. Ja, nicht schön. Also jeder, der mal irgendwas Gebirgskämpfe, Stellungskrieg im Gebirge ist brutal. Belassen wir es dabei erstmal.
Ja. Jedenfalls hat er seine ganzen Auszeichnungen gewonnen. Und nach dem Krieg hat er dann das studiert, weswegen er später Landwirtschaftsminister geworden ist. Landwirtschaft? Du kannst nur erwähnen, noch kurz davor, dass eigentlich wollte er ja Priester werden, weil er aus einem sehr christlichen Haus eigentlich kommt. Und dann wollte er, aber wo der Krieg ausbrach, hat er das Ganze abgebrochen und ist halt dann zur Armee. Bald auch ein tieffrommer Mensch, der Dollfuß. Aber es scheint ja auch so, trotzdem diese Verbindung zu geben, also scheint sich ja nicht auszuschließen, dieses kirchliche und Militär. In der KOK-Monarchie war die Kirche, der Thron und die Armee eins. Der Kaiser war oberster Heerführer, Kaiser von Gottes Gnaden, und ja, Altar und Thron haben fest zusammengearbeitet, also die haben sich ja praktisch gegenseitig legitimiert. Da gibt es ja aber dann einen Unterschied zum deutschen Kaiser, so ein bisschen auf jeden Fall, ne? Also das könnte man jetzt in Deutschland, da bin ich jetzt nicht ganz so sattelfest, aber im Deutschen Reich... Nein, im Deutschen Reich gab es das auch, aber da eher in Bezug auf die evangelisch-lutherische Kirche, die eine sehr starke Bindung zum Deutschen Kaiserreich hatte, erklärt sich auch unter anderem heute noch darin, dass es im Gegensatz zur katholischen Kirche bei den evangelisch-lutherischen Ausbildungsberufe gibt, also staatliche Ausbildungsberufe, die Auszubildenden bei den evangelischen Kirchen fallen unter den gleichen Tarifvertrag wie die Angestellten des öffentlichen Dienstes. Das gibt es für die katholische Kirche nicht. Also die Verbindung zwischen evangelisch-lutherischer Kirche und dem Deutschen Kaiserreich war schon extrem stark. Also, weil auch der Kaiser hat sich als Kaiser von Gottes Gnaden gesehen. Dann wahrscheinlich kommt es bei Kaiser Wilhelm II. Nicht ganz so rüber, weil man mit ihm halt eher auch immer so ein bisschen dieses Fortschrittliche assoziiert. Jetzt erstmal so ganz allgemein verständlich. Und vor allen Dingen auch dieses Interesse an der Industrie. Da wirkt es vielleicht so ein bisschen in den Hintergrund gerückt. Hingegen wahrscheinlich Kaiser Josef, Franz Josef, noch ein bisschen anders wirkt, weil er doch deutlich älter war. Ja, das sind ja auch, du musst mal gucken, das sind ja ganz andere Generationen, die da aufeinandertreffen. Du hast im Dings das Problem gehabt, bei den Österreichern, die waren halt durch den Altersunterschied. Wir hatten ja, in Deutschland war ja das Drei-Kaiser-Jahr. Und da wurden ja quasi diese zwei Generationen übersprungen. Man ist quasi vom 18. Jahrhundert noch direkt ins 20. Jahrhundert quasi vorgerückt. Und hat das 19. diese Biedermeierzeit. Ich meine, das war Friedrich der Dritte. Der war ja eigentlich dieser Biedermeier-Kaiser. Und den haben sie ja komplett übersprungen. Der hat es ja nicht lange gemacht. Und dann kam ja gleich Wilhelm. Und Wilhelm war ja so ein fortschrittlicher, so ein junger, fortschrittlicher, draufgängerischer, einen leichten Gottkomplex. Ja. Die starke Verbindung zwischen Luthertum bzw. lutheranischer Kirche und Kaiserreich sieht man unter Wilhelm I. noch stärker. Gerade unter seinem Reichskanzler Bismarck, der in seinem Kulturkampf stark die evangelischen, protestantischen Untertanen gegenüber den katholischen Untertanen bevorzugt hat. Und da vielleicht auch wieder dieser Zirkelschluss, so ein bisschen in Anführungszeichen zu Ignaz Seipel, er war auch gegen die Sozialisten. Genau. Also das scheint schon durchaus monarchistisch, ist natürlich klar, ja, fast natürlich. Per Definition antisozialistisch. Deswegen hat man da überhaupt kein Problem mit Militär und so weiter, Österreich. Wie gesagt, der Reichsmythos und so weiter, Kirche und Militär und Thron waren in Österreich, Ungarn zusammen, haben zusammen gearbeitet, die Kirche hat die Kriege legitimiert und den Kaiser. Der Kaiser hat das Militär angeführt und das Militär die Kriege gewonnen. Beziehungsweise verloren. Ja, wollte ich gerade sagen, auch nicht immer gewonnen, ne? Im Optimalfall halt. Jedenfalls hat er dann Landwirtschaft studiert und ist dann auch relativ von der Bildfläche so ein bisschen verschwunden, hat dann natürlich auch sein Leben geführt. Und politisch kam er dann halt als Landwirtschaftsminister wieder auf die Bildfläche drauf. Und ab 31 ging es dann auch richtig los. Mit dem Aufbau des Ständestaates. Nicht mit dem Ständestaat, sondern mit der Geschichte des Ständestaates. Jetzt kommen wir beim eigentlichen Thema an. Gut. Genau, das hat immer das ganze Vorgeplänkel hatten. 50 Minuten gedauert. Entschuldigung. Aber umso gespannter sind wir jetzt auf jeden Fall. Die Regierungsbildung war
nicht mehr so einfach. Man hat sich abgewechselt und so weiter. Und dann am 28. April 1932 kam dann, ja, das, was wahrscheinlich nicht hätte passieren dürfen, aber es musste ja passieren. Die Sozialdemokraten stellen den Antrag auf Auflösung des Nationalrats. Dem ist kam das, allerdings... Kurze Frage reingehakt. Ist das was Ähnliches wie das, was die Nationalsozialisten gemacht haben? Dass die das Parlament verlassen hatten, was quasi Neuwahlen herbeiführen musste? Es hätte Neuwahlen bedeutet, aber ganz genau. Ah, okay. Ich weiß, glaube ich, was kommt. Okay. Allerdings kam dann die Regierung Buresch dem zuvor und ist zurückgetreten. Und dann am 10. Mai 1932 kam es dann. Engelbert Dollfuß wurde von Bundespräsident Wilhelm Miklas zum Bundeskanzler designiert und mit der Bildung einer neuen Regierung beauftragt. Dollfuß ist da. Dollfuß hat sogar den Sozialdemokraten Neuwahlen angeboten, eine Zusammenarbeit angeboten. Allerdings waren die Sozialdemokraten auf dem Trichter von wegen, wir wollen unbedingt Neuwahlen haben und so weiter. Die Großdeutschen wollten diesmal auch nicht mit Dollfuß zusammenarbeiten. Und dann hat Dollfuß halt mit dem Landbund und dem Heimatblock, also der Partei der Heimatwehr, eine Koalition gebildet. Und das ist denn schon die Vaterländische Front? Der Vorgänger davon, genau. Es war aber noch eine Demokratie zu dem Zeitpunkt. Genau. War ganz normal demokratisch, wie es auch heute ist. Der Bundespräsident sagt halt hier, Kumpel, du machst das. Und hat er halt auch gemacht. Hat sich dann noch ein paar Ämter gegeben. Kanzleramt, Außenministerium und Landwirtschaft. Man ist ja bescheiden. Ja. Österreich ist auch ein kleines Land, da kann man nicht so viele Minister haben. Unterschiedliche Minister. Die Heimwehr, also der Heimatblock, hat auch 3 Ministerposten bekommen. Und Landbund halt den Rest. Landbund war so eine Vereinigung von Bauern. Alles politische Parteien. Alles politische Parteien, genau. Mhm. Ich habe das Gefühl, da kommt jetzt noch was. Ja. Was interessant ist. Trommelwirbel. Weil jetzt kommen ja diese ganzen Geschichten, die jetzt losgehen müssen, bis dann halt Dollfuß diesen Geschäftsordnungsfehler da ausgenutzt hat und okay. Das Parlament ausgeschalten hat. Ich bin sehr gespannt. Okay, schieß mal los. Ja, man hat sich da erstmal zusammengearbeitet, hat unter anderem hat zum Beispiel auch schon angefangen, nach Italien zu schielen. Und gab es zu der Zeit schon den italienischen Faschismus, ja, ne? Natürlich. Der Marsch auf Rom war auch schon. Wie gesagt, wir befinden uns im Jahr 1932. Mhm. Hitler soll nächstes Jahr die Macht übernehmen im Deutschen Reich. Also 1933. Man muss es heutzutage sagen. Da wusstest du ja schon mehr als er damals. Also geplant ist das für nächstes Jahr, nur dass sie sich das schon mal einrichten, Herr Hitler, in ihrem Familienkalender. Dollfuß hat schon nach Italien geschielt und war dann auch relativ bald mal bei Mussolini vorsprechen. Mit Marvin und Sebastian habe ich mal eine Arbeit eines Studenten. Ah, Heldenkanzler, ne? Genau, einer deutschen Filmuniversität uns angeschaut, der Heldenkanzler, wo er halt von Mussolini dann seine Liste bekommen hat, was er alles zu machen hat. Kann ich übrigens empfehlen. Obwohl, Sebastian, du meintest ja, das ist nicht ganz korrekt, ne? Also es ist schon, man merkt schon, welche politische Richtung es geht. Also schon sehr links. Ja. Aber ich finde es trotzdem sehr witzig und trotzdem gut gemacht. Aber man soll es nicht so... Also nicht als Fakt nehmen, sondern eher als Unterhalter. Aber wenn man es auskennt und man findet es trotzdem witzig. Also es ist sehenswert zumindest. Etwas Interessantes ist allerdings, was unter Dollfuß passiert ist. In Lausanne, also in der Schweiz, hat er vom Völkerbund eine Anleihe bekommen. In Höhe von 300 Millionen Schilling. Das ist nicht wenig zu der Zeit. Genau. Allerdings war die an etwas geknüpft. Und zwar ein 20-jähriges Verbot des Anschlusses an Deutschland. Ah, mhm. War das nicht vorher schon vorgegeben durch den Vertrag von Sochamöl, dass Österreich sich sowieso ja, nie wieder an aber Deutschland... Ja, aber man hat ja dann gesehen, der Völkerbund... Hat keine Zähne. Also wollten sie ihn quasi mit Geld dazu bringen, dass er das genau. sich dran haltet. Genau. Was aber auch verständlich ist vom Völkerbund, weil Dollfuß war ja auch Deutschnationalist am Anfang.
War er ja auch weiterhin. Also, wie gesagt, auch die Christsozialen waren deutschnationalistisch. Also, die wollten ja auch den Anschluss. Aber halt unter österreichischer Vorherrschaft. Im Bundesrat ging das auch soweit durch. Allerdings, im Nationalrat ging es auch soweit durch, aber im Bundesrat stimmten Sozialdemokraten und Großdeutsche gegen dieses Abkommen. Da zeigt sich wieder, auch die Sozialdemokraten waren einem Anschluss an das Deutsche Reich nicht abgeneigt. So wirklich durch die Bank weg wollten alle zu Deutschland gehören. Es änderte sich ja dann schlagartig mit Hitler seiner Übernahme. Ja. Dann waren ja die Sozialdemokraten und der Schutzbund ja auf einmal nicht mehr Freunde der deutschnationalen Idee, dass das ein Land wird. Genau. Jedenfalls kam dadurch ein Veto, weswegen sich das nochmal ein bisschen verschoben hat. Und dann aber kam es dann aufgrund eines Beharrungsbeschlusses doch dazu. Also, dass er das annehmen durfte? Ja. Die Anleihe, okay. Mhm. Hat sicherlich einige Leute sauer gemacht, könnte ich mir vorstellen. Ja, allerdings ist interessant, dass in Frankreich parallel dazu die Sozialisten für die Annahme der, für die Aufgabe der Anleihe gestimmt haben. Sprich, die Sozialisten in Frankreich haben die Sozialisten in Österreich so ein bisschen matt gesetzt. Okay. Jedenfalls hat man sich dadurch so ein bisschen sanieren können wirtschaftlich. Hat sich dann auch unter anderem an die Sanierung der Kreditanstalt, also ein staatliches Bankenwesen gesetzt. Allerdings stieß das bei dem Heimatblock so ein bisschen auf Widerstand. Weswegen, ja. Der Heimatblock war ja eher antisemitisch. Genau. Also hat es mit dem Thema zu tun, dass man dachte halt, dass die Banken eher in jüdischer Hand liegen und das wollte man versuchen zu verhindern? Ja, der Heimatblock war nicht so, es waren Bauern und wenn du Bauern mit der Bank kommst, reagieren die immer mit Ablehnung. Was die Bude kennt, der Fritte nicht. Verstehe. Also es hat jetzt nicht unbedingt diesen antisemitischen Charakter, sondern es hatte vor allen Dingen auch diesen antikapitalistischen genau. Faktor. Okay. Die Bank will immer nur, aber gibt nicht. Okay, verstehe. Dass man sich selber Kredite holt für Traktoren und so weiter, ist was anderes, aber. Das heißt aber Dollfuss hat doch mit denen zusammengearbeitet. Das bedeutet doch dann, dass es dann da irgendwie. Genau, aber haben da trotzdem damit gedroht, weswegen dann Dollfuss auch wieder in die Großdeutschen angetreten ist. Die haben aber auch wieder abgelehnt und jetzt kommt der Emil Fey oder Fey, Sebastian, korrigier mich. Ja, ich glaube Emil Fey, aber ich habe es auch schon verschieden gehört, also. Auf die Bildfläche, der jetzt in den Posten kam als Staatssekretär für Sicherheitswesen. Also man hat jetzt auch die Heimwehr für die innere Ordnung zutage kommen lassen und der Fey hat sich dann auch gleich ans Werk gemacht und hat erstmal sämtliche Versammlungen der Aufmärsche der Opposition verboten. Mhm. Aber das muss ich mir ja nicht so vorstellen wie die SA in Deutschland, ne? Wo Hitler an die Macht kam. Die haben ja gleich die SA quasi als Hilfspolizei verpflichtet, so war das aber nicht. Oder? Doch, die Heimwehr hat auch schon mitgewirkt. Hat Sebastian ja auch schon im ersten Teil gesagt. Also, wenn die Gendarmerie und die Polizei raus musste, ist die Heimwehr mit. Ach, ja, wurde man meistens dazu gerufen, weil sie ja auch die Leute in der Regierung dazu hatten. Ja. Wenn ein Chef der Heimwehr, also ein hohes Mitglied, ich glaube Landesführer der Wiener Heimwehr war er sogar der Fall. Bin ich mir gerade nicht sicher, aber er hat ja auch eine eigene gegründet, die Hoch- und Deutschmeister Heimwehr, also. Wenn er dann Chef der des Sicherheitsapparats war, dann nimmt er den natürlich dazu. Aber auf alle Fälle waren dann auf einmal Aufmärsche und Versammlungen der Sozialdemokraten, Kommunisten und der Nationalsozialisten verboten. Das ist ja wieder interessant. Das heißt, da gibt es ja dann auf jeden Fall eine deutliche Trennlinie zwischen den Leuten von der Heimwehr und den Nationalsozialisten. Ja. Zumindest aus Emil Feys Sicht, sonst hätte er sie ja nicht verbieten lassen. Remove Nazi, remove Marxist. Gut, aber wie gesagt, das ist ja fast wieder heute aus dieser heutigen Sicht, wo wir sagen, die Nationalsozialisten sind eigentlich Rechte. Aber eigentlich war aus damaliger Zeit durchaus ja auch einfach nur als Sozialisten verstanden, nur anderer Couleur. Genau. Die ja auch durchaus in den Anfängen die Revolution wollten, so wie die SA in Deutschland, die auch lange unter Röhm. Waren genau solche Habe-Nichtse wie die von der anderen Seite. Ja.
Naja, setzt sich ja auch, also in Österreich war es ja ein bisschen anders vielleicht, ne, aber in Deutschland ja auch aus Arbeitern zusammen und sehr viele Arbeiter und das ist natürlich... Bierhallenschläger, jeder Couleur, also... Ja. Weiß man, was Emil Faye, hatte der auch wahrscheinlich auch einen militärischen Hintergrund, aber auch irgendwie monarchistisch oder... Naja, der war ja bei den Hoch- und Deutschmeistern, deswegen kommt ja auch okay. Das mit der Heimwehr zustande. Er war ja auch Teil dieser Einheit. Ich hab grad nochmal geguckt, ja... Er war selber Sohn eines Beamten, ab 1908 Berufsoffizier und dabei halt beim Hoch- und Deutschmeisterregiment Nummer 4. Ach, daher auch Hoch- und Deutschmeister Heimwehr. Ja. Auch hochdekorierter Offizier, Maria-Theresia-Orden, wenn ich mich nicht irre. Es ist der höchste Militärorden in der K&K-Armee. Ja. Jetzt kommt's zu der Sache, die wir auch im ersten Teil besprochen habe, mit dem 1. März 1933. Der Eisenbahnerstreik. Wir wissen alle, auch aus der Bundesrepublik, was bedeutet, wenn die Eisenbahner streiken? Klaus Wieselski. Ganz genau, der Herr Klaus Wieselski. Der einzige Mann der Welt, der die Bundesrepublik auf einmal stilllegen kann. Und das auch weiß und deswegen tritt er ja auch immer so auf, wie er tut. Das heißt, wenn die Eisenbahn streikt, geht gar nichts mehr. Ganz genau. Na, damals noch weniger als heute, ne? Ja. Also das Lastwagenwesen war ja überhaupt nicht ausgeprägt, also es gab es ja fast gar nicht. Also Motorisierung war ja wahrscheinlich in den meisten Ländern, bis auf Amerika, noch nicht so exzessiv vorangeschritten. Vielleicht noch in Frankreich. Selbst in Amerika, guck mal, da gab es immer noch ein paar Ecken, wo sich der Wilde Westen noch versteckt hat in Amerika. Also ne, wenn du dir mal die Aufnahmen anguckst, so von 1929 und so weiter, die hatten ihre eigenen Probleme, ne? Ja, gerade in Mittelamerika, also gerade in der Mitte von Amerika, da ist ja heute noch nicht wirklich viel. An den Küsten war ja immer sehr viel, war ja schon sehr viel Betrieb, sehr viel Industrie, aber. Aber aus der Mitte Amerikas kam halt die Nahrung und die musste halt auch irgendwie an die Ostküste und das mit Zug mehrheitlich. Ja. Okay, Bahnerstreik. Ja, und das hat dazu geführt, dass Dringlichkeitssitzungen des Nationalrats einberufen wurden. Allerdings kam es dann zu Unregelmäßigkeiten bei Abstimmungen. Und dies führte dann zu dem Rücktritt von drei Parlamentspräsidenten und damit die Beschlussunfähigkeit des Nationalrats. Dies hätte allerdings leicht behoben werden können, hätte der Dollfuß, das gemacht, was er hätte machen müssen. Aber Dollfuß meinte, das Parlament hat sich unmöglich gemacht. Nur kurz den Grund für den Rücktritt dieser drei Abgeordneten, das liegt ja auch daran, oder, dass die dann mit abstimmen konnten darüber, oder? Genau. Das wie gesagt, ja, Unregelmäßigkeit bei den Abstimmungen zur Geschäftsordnung, also... Ein Formfehler, könnte man sagen. Ja. Fehler der Geschäftsordnung. Menschen haben wieder nicht miteinander gesprochen, sondern haben wieder gedacht, ach, das ist wahrscheinlich das Beste und dann Attacke. Mächtig gegen Baumgipfel an. Dollfuß hat allerdings... dem Bundespräsident seinen Rücktritt angeboten. Allerdings hat der gesagt, nein, ist nicht. Das Parlament ist immer noch still zu dem Zeitpunkt. Der Präsident sagt auch, es gibt keine Staatskrise, alles in Ordnung und so weiter. Ich habe gerade diesen Hund vor Augen, der da in dem brennenden Haus sitzt. Das ist fein. wie noch einmal kurz, der Dollfuß bot seinen Rücktritt an? Genau. Okay, also war es jetzt nicht so, dass er jetzt sofort die Chance gesehen hat und gesagt hat, ja passt, jetzt da schaltet das Parlament aus, sondern... Ja, passt. Nee, er hat erst den Rücktritt angeboten, allerdings meinte sein Parteikollege und Bundespräsident Wilhelm Miklas, du machst weiter. Okay. Miklas hat dann auch mal ganz schnell eine Presszensur durchgesetzt und Aufmärsche verboten. Ja, das heißt, es gab jetzt einfach scheinbar, das Parlament konnte jetzt nicht mehr tätig sein, weil einfach Stillstand jetzt. Genau. Okay. Die Sozialdemokraten konnten aber auch nicht in Aktion treten, weil der Bundespräsident auf Grundlage der Ermächtigungsgesetze von 1917 gesagt hat, Aufmärsche, Versammlungen, Presse ist jetzt erstmal nicht, weil wir haben keine Staatskrise. Mhm. Ja. Was war denn dann? Dann hat man einfach... Und dann wollte eigentlich ab 15. März der Nationalrat wieder tagen, allerdings... hat dann die Polizei gesagt, ihr kommt hier nicht rein. Weil Versammlungen verboten waren? Oder was war der Grund? Die wurden da einfach hingestellt. Da hat dann die Regierung unter Dollfuß gesagt, nö. Ja, das war dann halt dieser Staatsstreich, beziehungsweise die Selbstausschaltung des österreichischen Parlaments. Also nochmal zusammengefasst, also man könnte sagen quasi durch so eine Art, da die Geschäftsordnung verletzt wurde,
mussten halt die drei Nationalratspräsidenten zurücktreten. Genau. Und dadurch war das Parlament nicht mehr beschlussfähig. Genau. Und Dollfuß hat dann gesagt, ja gut, dann muss ich ja zurücktreten. Der Bundespräsident hat gesagt, nee, du bleibst. Das genau. Parlament konnte nicht mehr zusammentreten. Und er hat gesagt, gut, was ist jetzt? Und dann hat scheinbar, so interpretiere ich jetzt seine Aussagen, hat Dollfuß erkannt, okay. Nee, Dollfuß war der Meinung, das Parlament hat sich unmöglich gemacht. Die müssen das jetzt erstmal eine Weile ohne Parlament machen. Macht auch viel mehr Spaß. Okay, und deswegen halt wurde quasi die Polizei davor beordert, weil man gesagt hat, ihr braucht gar nicht tagen, weil das bringt eh nichts. Ihr habt ja bewiesen, dass ihr es nicht könnt. Jetzt müssen wir halt einen anderen Weg gehen. Genau. Ach, okay, interessant. Krass, okay. Ja. Und dann hatte er es hinbekommen, wenige Tage später, am 23. Mai 1933, auch noch verhindert, dass der Verfassungsgerichtshof zusammentritt. Okay. Und hat den damit auch noch ausgeschalten. Klingt nach sehr viel Winkeladvokatentum. So schlauer Mann. Ja. Er hat sich ja auf ein Gesetz berufen, noch aus der K&K-Monarchie, das Kriegsermächtigungsgesetz, wenn ich mir sicher bin. Ja. Und damit waren dann erstmal legislative und judikative Geschichte. Und damit auch die Gewaltentrennung, die auch in der Verfassung, die die Christsozialen durchgesetzt haben, verankert war. Okay. Was geht mich mein Geschwätz von gestern an? Zum Beispiel. Ich habe auch so mal was gelesen, dass sogar das Verfassungsgericht lahmgelegt wurde, weil die regierungsnahen Richter alle zurückgetreten sind und dadurch das Verfassungsgericht nicht mehr agieren konnte. Ja. Krass, okay. Also war das ja schon orchestriert ab einem gewissen Zeitpunkt, hat man ja schon erkannt, okay gut, wenn wir das jetzt hier aushebeln wollen, gibt es eine Möglichkeit und dann müssten wir das jetzt aber so und so machen. Danach hat man dann halt gesagt, ja, wir machen das jetzt erstmal für kurze Zeit, wir organisieren jetzt hier alles, damit es dann wieder ein Neustart. Wir praktisch rebooten kurz mal die Republik. Mhm. Wir organisieren das jetzt erstmal. Organisieren die Verfassung neu und die Geschäftsordnung, damit das in Zukunft nicht mehr passieren kann. Allerdings hat man das auch nur gesagt und nicht gemacht. Ja gut, jede Diktatur beginnt ja damit, dass man sagt, wir wollen jetzt erstmal hier die Dinge ordnen, mindestens vorübergehend. Genau. Und was vorübergehend wird dann einfach, jetzt ist es halt so. Okay, das heißt, Dollfuß hat jetzt quasi die Regierungsgewalt, wenn man so will. Mhm. Und wie ging es dann weiter? Also scheinbar hat ja jemand gemerkt, okay, hier passiert was. Genau, aber da kam dann Dollfuß auch gleich wieder, beziehungsweise die Regierung Dollfuß und hat dem gleich vorgegriffen, indem man die Kommunistische Partei und den Republikanischen Schutzbund mal eben verboten hat. Und das per Verordnung. Verordnung, wissen wir, können Minister treffen. Sind keine Gesetze, aber haben gesetzliche Macht. Waren also erstmal die Roten stillgelegt, aber 1933 passiert ja noch was anderes. Der Hitler kommt an die Macht, oder? Ganz genau. Das verändert ja auch das komplette Bild der deutschen Nationalisten, oder? Oder genau. Vor allem auch eben den linken Bereich, weil damit ist die Idee ja quasi gestorben, weil sie wollten ja mit Hitler nichts zu tun haben oder sie hatten ja Angst, dass genau sowas passiert. Aber wollten sie mit Hitler nichts zu tun haben, weil sie generell den Nationalsozialismus fernstatten oder weil klar war, unter Hitler wird es keine österreichische Führung geben mehr in einem deutschen Bund? Ich glaube, wegen Sozialismus mehr als wegen Österreich, oder würde ich mal behaupten. Für die Österreicher war Hitler niemand. Wie gesagt, hat Hindenburg auch gedacht und dann kam es doch anders. Ja, das war einfach nur so ein Bierhallenredner, das war keine Persönlichkeit, das war nichts. War nicht mal Monarchist, kein wichtiger Militär gewesen. Man muss auch denken, er ist ja gleich abgehaut. Kurz bevor Kriegsbeginn hat er ja geschaut, dass er nach Deutschland kommt, weil er wollte ja nicht für diesen Vielvölkerstaat dienen, weil er das als, wie soll man sagen, abscheulich empfand, dass da so viele, diese deutschsprachigen und die Deutschen da quasi mit den Ungarn und Tschechen und alle in einer Nation sind. Ich glaube, er hatte auch gar keine österreichische Staatsbürgerschaft mehr, war ja dann Deutscher. Nee, ja, das war ja dann. Musste dann ja passieren, sonst hätte er ja nicht Reichskanzler werden können. Ja, genau. Übrigens, das war die SPD, die seine Auslieferungen verhindert hat. Ne? Der sollte nämlich ausgewiesen werden nach Österreich. Aber Seipel wollte den auch nicht. Jetzt kommen wir wieder zurück zu Seipel. Seipel hat sich nämlich daran gemacht, Hitler die Staatsbürgerschaft abzuerkennen. Hat nicht funktioniert, allerdings ist Hitler dem zuvorgekommen und hat die österreichische Staatsbürgerschaft abgelegt. Wodurch er dann ja staatenlos war und nicht mehr abgeschoben werden konnte. Und dann halt mit Kontakten der NSDAP in der
Verwaltung die deutsche Staatsbürgerschaft dann bekommen hat. Ich glaube, in Braunschweig wurde er eingebürgert. Braunschweig? Niedersachsen. Ja, Bundesrepublik. Deutschland. Ja, Bundesrepublik, wenn wir mit Österreicher sprechen, bringt es ja nicht so viel, die Genauigkeit. Ja. Jedenfalls ging dann auch die NSDAP in Österreich richtig ans Werk und hat dann auch verlangt, an der Regierung mitmachen zu dürfen. Die Regierung Dollfuß hat dann auch erstmal, auch weil Mussolini gesagt hat, hier macht mal, ist in Verhandlungen mit den Nationalsozialisten getreten. Allerdings sind die gescheitert, weil Dollfuß immer noch keine Neuwahlen wollte. Aber die NSDAP Neuwahlen wollte. Wahrscheinlich, weil sie sich dafür durch auch eine stärkere Position haben ausgemacht, aber war nicht. Die NSDAP ging darauf in Brachial-Opposition. Brachial-Opposition bedeutet so viel wie Terroranschläge. Sprich, okay. Man hat Bahngleise überfallen, etc. pp. Hatte ja Sebastian in Teil 1 auch schon so ein bisschen geschildert, was die Nationalsozialisten in Österreich alles so gebastelt haben. Mhm. Aber die waren ja dann schon radikaler als ihre Kameraden in Deutschland, ne? Ja, klar. Weil in Deutschland waren sie an der Macht und in Österreich Opposition. Und vor allem, du kannst dir wahrscheinlich auch mehr erlauben, wenn du halt einen Nachbarstaat hast, der, wo die Nationalsozialisten quasi in der Regierung sitzen. Da kannst du natürlich deutlich mehr erlauben, ne, als wenn du auf weiter Flur alleine bist. Ja, aber ich vergleiche das immer gerne. Guck mal, wenn du dir mal die Kampfzeit der deutschen Nationalsozialisten anguckst, hier mit dem Putsch im Bürgerbräukeller. Ne? Die Kampfzeit sind ja eigentlich Schlägereien in irgendwelchen Kneipen gewesen. Ja, die haben halt ein großes Ding abgewickelt, ne, aber die sind ja nicht dazu übergegangen, hier irgendwie Polizei anzugreifen, die Armee anzugreifen oder Bahngleise zu sprengen. Nee. Naja, vielleicht wären sie dazu gekommen, wenn sie halt nicht in die Regierung gekommen wären. Naja. Das ist halt das. Das liegt auch ein bisschen daran, die Nationalsozialisten in Deutschland haben sich halt als zukünftig staatstragend aufgespielt. Dann bekämpfst du natürlich nicht einen deutschen Staat, in dem du Terroranschläge auf Bahnen etc. ausübst. Es war ja auch der Fall, dass Hitler oft die SA zurückgerufen hat, soweit ich das mal gelesen habe, weil das kam nicht gut in der Bevölkerung an. Vor allem in dieser kurzen Zeit, wo ja Deutschland wieder einen Aufschwung hatte wirtschaftlich, kam das überhaupt nicht gut an, dass es diese Schlägertruppen gab, weil da war ja diese Krisenzeit nicht mehr so stark da. Deswegen, und auch in der Zeit, ich glaube, wo die Wahlen war, hat er sie ziemlich zurückgepfiffen. Also vielleicht wäre es weiter eskaliert, ich bin mir nicht sicher, muss man ehrlich sagen. Ja, kann ich mir nicht vorstellen, nicht 100%, weil eigentlich hatte Hitler immer darauf geschielt, dass man doch irgendwie zumindest demokratisch an die Macht kommt, vordergründig. Und ich sehe es auch ein bisschen so, wie Arthur gesagt hat, zumindest von der Parteiebene halt, also jetzt nochmal von Hitlers Seite aus, wahrscheinlich war es schon so, dass man gesagt hat, man will auch eine gewisse Ordnung wahren. Und es gab ja halt eher so, wie du auch schon gesagt hast, so Strömungen in der SA, unter anderem von Ernst Röhm, die gesagt hat, nee, wir müssen es schon auf der Straße erkämpfen. Sonst ist das nichts wert. Und man wollte ja dann auch quasi nach der Ergreifung trotzdem die Revolution noch weiterführen. Ne? Also, ja. Aber in Österreich konnte man halt auf breiter Linie gegen den Staat kämpfen, weil der Staat war ja der Feind. Man wollte ja dann bald den Anschluss an das Deutsche Reich, sprich, ja, ob man jetzt in Österreich nun Terroranschläge verübt oder nicht. Für unseren späteren Plan schadet das erstmal nichts. Ja. Mich wundert nur, dass trotz dieser Anschläge diese Unterstützung in der Bevölkerung immer weiter gestiegen ist. Also wir sind ja nicht an dem Zeitpunkt, oder wir hatten jetzt noch nicht den Bürgerkrieg, wir sind ja noch nicht so weit, oder? Mit den Sozialisten. Wobei, muss man auch so sehen, Österreich als direktes Nachbarland hat natürlich auch Wochenschauen gehabt, im Kino wöchentlich und so weiter, und da kam dann auch die Reden von Herrn Hitler. Beziehungsweise war man durch die gemeinsame Sprache eher zugänglich auf die Reden von Herrn Hitler. Und man kann es ja in gewisser Weise auch ein bisschen vergleichen, insofern, dass beide Staaten ja ein ähnliches Schicksal hatten nach dem Ersten Weltkrieg. Und der Aufhänger nach 33 war ja trotzdem noch, wir machen den Versailler Vertrag ungültig. Da waren ja mehrere Punkte, die man noch revidieren wollte. Und ich kann mir vorstellen, dass es bei den Österreichern auch natürlich Anklang gefunden hat, weil man hatte sicherlich auch nicht als gerecht empfunden.
Ja, das auf jeden Fall. Was man halt auch sagen muss, die Nationalsozialisten haben ja dann auch Essensausgaben in Österreich gemacht. Wie gesagt, das ging ja Österreich noch immer relativ schlecht. Marvin, du hast das, glaube ich, letztes Mal gesagt, wann konnte Österreich sich selbst versorgen, erst wirtschaftlich und so und auch mit Nahrungsmitteln? Warte, ich hab das Textdokument der SA Arthur gesendet. 29. Genau. Und Dankeschön. dementsprechend in der, also das Österreich ging es halt um einiges schlechter als Deutschland in dem Sinne. Wie gesagt, Deutschland hatte alles. Das war ja auch schon vor den Nazis. Deswegen war ja auch die Idee ja auch da in dem Sinne. Wobei, wir dürfen uns Österreich hier nicht als Hungerleider vorstellen. Das gesellschaftliche Elend war dann wirklich nur auf die Städte beschränkt. Den Bauern ging es nicht so schlecht. Ja, die Bauern haben sich halt selbst versorgt. Aber gut, die Also es meisten gab Leute leben ja. ja in der Stadt, ne? Von daher ist es ja immer noch so, dass wahrscheinlich ein Großteil der Bevölkerung Wäre ja ganz heute in verschleckt einem sind. Krisenfall das Gleiche, egal von was wir jetzt ausgehen, von Black oder irgendwas, dass wahrscheinlich die Städte gleich einmal Probleme hätten, während am Land man relativ abgesichert ist von der Versorgung. Aber Deswegen, das war ja immer so. Das ist ja, ja. das ist eh normal, das erklärt sich Wobei von ich bei selbst. Österreich, ich weiß zwar nicht genau, aber ich würde sagen, damals war noch die Bevölkerungsmehrheit auf dem Land. Das Ja, kann das auf sein, ja, jeden das weiß ich Fall. nicht genau. Ja. Ich meine, ich weiß nicht, wie lange jetzt Wien. Wien hat jetzt, glaube ich, 2 Millionen Einwohner. Also, ich glaube, früher war das halt nicht so viel. Also, das meiste, wie sie am Land gelebt haben. Jedenfalls Okay. kommen wir jetzt zur Geburt des Ständestaats, beziehungsweise der Idee des Ständestaats. Das war aber eine schwere Geburt bis hierhin. Ja, hat gedauert, nicht? Ist halt kein Frühchen. Diese österreichische Gemütlichkeit wieder, ne? Ja, es ist wirklich so. Es geht dahin. Wir kommen schon irgendwann dahin. Okay, jetzt bin ich mal gespannt. Gab es da so einen initialen Moment oder Ja. wie kann ich mir das vorstellen? Weil am 11. September 1933 gab es den Deutschen Katholikentag. Der fand auf dem Trabrennplatz in Wien statt und dort hat Dollfuß sein Ziel verkündet. Und zwar die Schaffung eines sozialen christlichen deutschen Staates Österreich auf ständischer Grundlage und starker autoritärer Führung. Das Zitat hab ich genau. Zum Thema Österreich als deutscher Staat meinte Dollfuß, wir wollen den sozialen christlich-deutschen Staat Österreich. Ja, wir sind so deutsch, so selbstverständlich deutsch, dass es als überflüssig vorkommt, dies eigens zu betonen. Wir haben deutsche Kultur in diesem christlichen Teil Mitteleuropas zu erhalten und in österreichischer Form für die christlich-deutsche Kultur zu gestalten. Wir überlassen das Urteil, wer schließlich dem Deutschtum besser gedient haben wird, nachkommenden Generationen. Also, Ja. das hört sich so für mich an, wir sind die richtigen Deutschen und die Deutschen sind irgendwie nur, weiß ich nicht. Wir gucken, die Geschichte soll entscheiden, wer die besseren Deutschen waren, ne? Ja. Nach dem Motto, okay. Ich find auch geil, wie er nach beiden Seiten ausgezählt hat. Die Zeit des liberalen kapitalistischen Denkens, die Zeit liberaler kapitalistischer Gesellschaft und Wirtschaftsordnung, sie ist vorüber. Die Zeit marxistischer Volksführung und Volksverführung ist vorüber. Die Zeit der Parteienherrschaft ist vorbei. Wir lehnen Gleichschalterei und Terror ab. Wir wollen den sozialen, christlichen deutschen Staat Österreich auf ständischer Grundlage unter staatlicher autoritärer Führung. Klingt ja fast wie ein Kaiser. Ja, und das ist eine sehr schöne Überleitung, Johnny, weil jetzt werde ich erstmal ein bisschen erklären, was so dieses ständisch zu bedeuten hat. Also ständisch, Ständestaat, leitendes Wort da drin. Der Begriff Ständestaat bzw. ständisch bezieht sich auf eine Gesellschaftsordnung, die eher dem Mittelalter als der damalig vorherrschenden Ordnung gleicht. Im Mittelalter hatte man ja Stände, die einzelnen Berufsgruppen, die Gilden etc. Und in diesen Berufsgruppen sollte die österreichische Bevölkerung wieder organisiert werden. Du bist Bäcker, gehst du in die Bäckergilde. Genau. Aber was In mache ich denn dieser. als Industriearbeiter? Da gab es ja keine Gilden für. Dann kommst du halt in die Industrie, in den Industriestand. Aha. Jedenfalls in diese Österreichisches Stände. Brot für echte Österreicher. Sorry, Okay. musst du kurz rein? Sorry. In diesen Ständen, und da kommt das Soziale zum Tragen, sollten sowohl Arbeitgeber als auch Arbeitnehmer zusammensitzen. Sprich, den Klassenkampf wollte man auf die Art und Weise ausschalten.
weil Arbeitnehmer und Arbeitgeber an einem gemeinsamen Tisch saßen. Innerhalb des Standes. Das zeigt sich heute auch noch in Bundesrepublik Österreich dadurch, dass es einen Gewerkschaftszwang gibt in Österreich. Also du musst in der Gewerkschaft sein. Genau, heute heißt es Kammern, wenn ich mich nicht irre, Sebastian. Ja, ich glaube schon, ich bin mir jetzt nicht sicher. In Österreich bist du qua Zustand als Arbeitnehmer bzw. Arbeitgeber Teil einer der Kammern, wo dann Tarifverträge für diese komplette Berufsgruppe ausgehandelt werden. So, bundesweit. Ja, das stimmt. Wir hatten das eh erst vor kurzem, das ausgehandelt wurde, wie zum Beispiel für die Metaller und sowas. Da hast du schon, genau. Marvin, dein Stand, die Metaller. Ja. Ihr kriegt gar nichts und werdet jubeln. Das heißt, das ist ja dann quasi schon, sag ich mal, eine Art Gegenentwurf dann tatsächlich zu diesen Arbeiterräten, wo nur die Arbeiter sitzen und es eigentlich die Vorgesetzten in dem Sinn gar nicht geben darf, weil alles ja kollektiviert wird. Wie Marvin schon gesagt hat, es war halt der Gegenentwurf zu den liberal-kapitalistischen Gesellschaftsformen auf der einen Seite und den sozialistisch-marxistischen Lebensformen auf der anderen Seite. Sondern man beruht sich wie auf die gute alte Zeit, wo man zusammen am Tisch saß und es keinen Klassenkampf gab. Klingt ja auf dem Papier erstmal gar nicht so schlecht, bis auf das Autokratische, oder? Aber Und wenn es gut gemacht ist? Die Frage ist nur, Arthur, wie würde das denn weiterlaufen? Würde, wenn der Ständestaat wurde ja nie so umgesetzt, so wie er geplant war ja eigentlich, weil dazu kam es ja nicht durch den ganzen Terror, durch die Nazis und die Instabilität. Wäre das dann weiter eine Art autoritäre Gesellschaft oder wäre das dann schon so eine Art Demokratie worden? Oder? Nein, autoritäre Gesellschaft. Okay. Das hat er, glaube ich, auch erwähnt in dieser Rede, ne? Dass er meinte, ein autoritär geführter Staat. Und starke autoritäre Führung. Unter ihm. Genau. Vermute ich mal. Beziehungsweise seinen Nachfolgern. Dieses Modell hat sich zum Beispiel auch Franco oder Leon de Grelle in Belgien abgeguckt. Weil beide kamen aus katholischen Ländern. Weil wir ja vorher im Vorgespräch kurz darüber gesprochen haben, über den Faschismus. Und da hattest du ja auch nochmal kurz eingeworfen, naja, also man könnte Franco jetzt nicht unbedingt als Faschisten bezeichnen, sondern auch eher, dass er sich an diesem Ständestaatmodell orientiert hat. Genau, weil Franco hatte auch ein eher mittelalterliches Bild von der Gesellschaft. Wollte er das spanische Empire wieder aufbauen oder was? Genau. Nee, jetzt ernsthaft? Ja, er wollte an die strahlenden Zeiten Spaniens im 15. und 16. Jahrhundert anschließen, genau. Da sind ja gar keine Indianer mehr da zum Abschlachten. Aber da finden sich schon welche, Marvin, macht dir keine Sorgen. Naja, man hatte ja den ewigen Krieg in Marokko und so weiter, wo man sich austoben konnte. Hat man ja mit Freizeitpark vor der Haustür, so wie die Briten mit Nordirland. Hat man ja mit Senfgas auch zur Genüge gemacht. Oh, war ja. Die Marokkaner leiden heute noch unter den Spätfolgen. Krass. Weil Senfgas setzt sich ja überall ab und vergiftet halt auch Ernten und Boden. Jetzt aber wieder zurück zu Dolphus. Ja, genau. Ja. Der Ständestaat. Also der wäre ja auch weiterhin autoritär geworden. Halt wirklich wie so ein mittelalterlicher Staat. Die waren ja auch durchweg autoritär. Alle Macht ging vom Landesherrscher aus. Und auch aber dann schon feudal oder schon? Unter gewissen Zügen auch feudal, nur ohne Leibeigenschaft halt. Weil das konntest du den Bauern nicht verklickern. Das ging nicht. Aber halt der Adel und so weiter, damit hatte man kein Problem, den hätte man noch wieder eingesetzt und so weiter. Na gut, rein faktisch war der Adel ja trotzdem noch da, also ja, genau, der war ja trotzdem aktiv und hat ja trotzdem seine Güter gehabt und genau. Die Kirche war damit auch ganz zufrieden. Weil, ich kann mir auch vorstellen, die Kirche hätte ja wahrscheinlich sowieso noch stärkeren Stand wieder gehabt, wenn man so ein bisschen zurückbesinnt hätte. Gerade Adel und Kirche hatten ja gerade auch in diesen ständischen Strukturen ja sowieso ihren eigenen Stand, wenn man so will. Und das bringt natürlich auch immer viele Rechte mit sich. Ne? Die enge Zusammenarbeit mit der Kirche zeigt sich auch darin, dass in der Zeit des Kampfes der Christsozialen und der Sozialdemokraten viele Arbeiter sich von der katholischen Kirche abgewandt haben und der evangelisch-lutherischen Kirche beziehungsweise wie heißt es in Österreich? Protestanten meinst du? Ja,
Oder augustinisches Bekenntnis oder sowas. Halt nach zugewandt haben. So. Und da hat der Ständestaat drauf reagiert. Beziehungsweise die Regierung Dollfuß. Anno, ganz kurz, nur dass das für dein gedankliches Framing kennt. Du bist Katholik, ne? Ich bin römisch-katholisch, ja. Okay. Nur weil wir vorher darüber gesprochen haben, dass Geschichte nie objektiv ist, sondern immer auch subjektiv. Deswegen, also du versuchst ja so objektiv wie möglich, nur aber dass wir alle wissen, dass du katholisch bist und die Ständestaat gut gefunden hättest. Nein, halt, Spaß. Nee, sorry, kürzer Einwandung. Mach gerne weiter. Die freiheitlich-demokratische Grundordnung und seine Republik ist mir extrem lieb und die möchte ich auch nicht missen. Hast dich aber nochmal gerettet, Arthur. Nee. So, war aber wirklich nur ein kleiner Witz. Ja. Also, weiter. Nee, das hat sich auch daran gezeigt, dass gerade in den Arbeitervierteln von Wien der Bau von römisch-katholischen Kirchen extrem forciert wurde. Und auch der Zwang zum Religionsunterricht beziehungsweise die direktere Kontrollierung der Ausübung der römisch-katholischen Religion weitaus stärker überwacht wurde. Ich rieche Rekatholisierung. Genau. Okay. Hat man unter den Habsburgern nach dem Dreißigjährigen Krieg ja schon gemacht. Ja. Und jetzt unter dem Ständestaat nochmal. Das bedeutet also, aber, das bedeutet aber wirklich, dass man ja sagen könnte, dass der Ständestaat ja am Anfang jetzt nicht wirklich eine solide Basis hatte. Das heißt, wenn man jetzt wirklich sagt, man hat Arbeiter und Mittelständler vielleicht, die müsste man ja wahrscheinlich wirklich erstmal in diese Richtung bewegen oder erziehen, wenn man so formulieren möchte. Ja, aber du weißt ja, wie das bei solchen Organisationen immer so funktioniert, beziehungsweise bei Regimen solche Ausrichtung, wo es mit Worten nicht geht. Bist du nicht willig, so brauche ich Gewalt? Ja, zum Beispiel. Mit Zwang und Gewalt hat man halt die Arbeiter dann wieder versucht, auf den richtigen Pfad zu bringen. Hat nicht geklappt. Viele sind dann eher, wie Sebastian im ersten Teil schon meinte, in eine ambivalente Haltung abgewichen. Von wegen, bringt nichts mehr, ich kämpfe nicht mehr, macht doch alles. Ist das auch ein Grund dafür, weil es kurz angesprochen wurde, dass man ein gewissen Verständnis hatte für diesen, ich sage immer, nationalsozialistischen Terror, dass man das jetzt nicht so krass verteufelt hat. So habe ich das zumindest vorhin kurz rausgehört, dass die Arbeiter oder jetzt mal die breite Bevölkerung schon gesagt hat, ja gut, ich verstehe das schon, dass man sich gegen dieses System auflehnen will. Ich jetzt nicht, weil ich zu faul dafür bin oder ja, genau. Ich guck mal, was passiert, aber es gab gewisse Sympathien. Okay, interessant. Also das gipfelt dann auch diese immer stärkere Rückzug aus diesem politischen Kampf in den Februarunruhen, die dann ja gescheitert sind. Aber zuvor kommt erstmal die Schaffung der Vaterländischen Front. Also die Partei, die dann auch durch ihre Symbolik und so weiter parallel zu den Symboliken der österreichischen Republik bzw. des Ständestaates stand. Österreich hatte, nachdem die Vaterländische Front aufgebaut wurde, zwei Flaggen. Und nach dem Tod Dollfuß auch zwei parallel zueinander stehende Hymnen. Wie im Dritten Reich ja auch. Ja, welche waren es im Dritten Reich? Also ich weiß, die Horst-Wessel-Hymne, aber im Grunde hat man ja das Deutschlandlied. Aber das hat man ja quasi, man hat ja die hinten dran mitgesungen, oder? Bilde ich mir das gerade genau ein. Okay, und, gut. Und sowas dann halt auch nach dem Tod Dollfuß, der jetzt auch bald kommen wird, mit dem Lied, wie hieß es? Ah, das ist ein Toter führt uns an, genau, oder was genau, ist das? Genau, genau. Muss ich mir jetzt einmal nicht so vorstellen wie das österreichische Horst-Wessel-Lied, ne? Mit Dollfuß. Naja, auf der einen Seite ist es in beiden Fällen das Besingen eines Märtyrers. Also aus politischer Ansicht der damaligen Regime. Weil dieser besungene Horst-Wessel ist ja gestorben und Dollfuß ist ja gestorben. Und nachdem Dollfuß gestorben wurde, ist er erst. Gestorben wurde, ja. Gekommen. Gestorben wurde, ja. Gestorben wurde schon richtig. Achso, okay, deswegen ein Toter führt uns an, okay. Genau, genau. Die zweite Hymne. Mit Dollfuß in eine neue Zeit. Ja, ja. Und was ist diese Vaterländische Front? Also was konnte die Vaterländische Front ist halt der Zusammenschluss von christlich-sozialer Partei und dem Heimatblock. Weil, okay. Nachdem dann verschiedene Vertreter, die noch
die nicht mehr ganz so konform waren, aber dennoch in der Christlichen Sozialpartei waren, die Regierung verlassen hatten und der Fei Vizekanzler wurde, löste Starnberg den Heimatblock auf und trat mit der Heimwehr zusammen in die Vaterländische Front ein. Also die Einheitspartei bestehend aus Christlich-Sozialer Partei und Heimwehr. Das bedeutet, dass Starnberg aber schon das auch begrüßt hat, was Dollfuß da jetzt aufbauen wollte. Genau. Mhm. Weil, wie gesagt, autoritär, seine Heimwehr war fest damit eingebunden durch die Aufgabe der Übernahme der Sicherheit, was sich dann auch in den Februarunruhen dann zeigt, wie bereits im letzten Teil besprochen. Wie gesagt, hat auch diverse gesellschaftliche Reformen, Einführung der Stände, starke Rekatholisierung der Bevölkerung, Überwachung der Bevölkerung in moralischen Fragen durch die Kirche etc. Also, ja, man hat da schon wirklich einen mittelalterlichen Staat aufbauen wollen. Mhm. Und da gab es schon mal jemanden, der was dagegen hatte, weil Marvin angedeutet hat, dass Dollfuß ein abruptes Ende genommen hat. Ja. Der ballistische Ausweg aus der Politik. Aber nur kurz wegen seinem Attentat. Es gab schon mal ein Attentat auf den Dollfuß. Davor. Ja, zu dem komme ich jetzt. Achso, Entschuldigung. Ja, weil es waren nicht alle Leute damit zufrieden. Auch innerhalb des Bundesheers gab es Leute, die mit der neuen Führung unter Dollfuß nicht ganz so vereinbar waren. Weil die wollten eher die Nationalsozialisten an der Macht haben. Mhm. Unter diesen war ein sogenannter Rudolf Trill. Ich kann, wenn ein Name keine Vokale hat, ist es schwierig, die zu lesen. Der war davor noch Bundeswehrsoldat und hat dem Dollfuß im Parlamentsgebäude aufgelauert und ihm durch zwei Schüsse leicht verletzt. Spricht für die Treffsicherheit des Bundesheers. Allerdings wurde ihm, ich zitiere, geistige Minderwertigkeit diagnostiziert. Oh Gott. Also, ähnliche Begriffe gibt es im deutschen Gesetz auch noch. Ich würde da mal den interessierten Hörer auf das den jeweiligen Paragraphen zur Schuldunfähigkeit. Aber da steht doch der Angeklagte ist Beschugge. Seelische Abartigkeiten steht aber da. Seelische Abartigkeiten, das ist auch ein schöner Begriff. Okay. Warum hat man ihm das jetzt unterstellt? Also quasi, um auch zu signalisieren nach außen, das war nur ein Verrückter. Das ist jetzt, genau, es gibt keine berechtigte Kritik am Staat, der war einfach nur verrückt. Weil wäre gefährlich, wenn man sagen würde, der hatte klare Motive und kommt aus dem Bundesheer und hatte auch logische Erklärungen, warum er das machen wollte. Das wäre ja wiederum gefährlich. Ne? Gibt's nicht. Deswegen geistige Minderwertigkeit und 5 Jahre Kerker dafür. Daraufhin brachte Dollfuß etwas, was die Erste Republik abgeschafft hatte, wieder zum Tragen. Und zwar die Todesstrafe. Oh, okay. Und das unter Standrecht. Also mit Erschießungskommando und einem Primorium. Genau. Für den Soldaten jetzt auch? Oder generell einfach danach sozusagen als... Generell danach. Okay, als Hinweis, Leute, jetzt ist aber mal gut. Genau. Okay. Das Beste, das erste Opfer durch diese Regelung war nämlich kein politischer Gegner. Das war das Beste, glaube ich. Der erste, der hingerichtet wurde, war irgendwie so Brandstift oder irgend sowas. Ich bin mir nicht ganz sicher, soweit ich das gelesen habe. Das war gar kein politischer Gegner, der da zuerst getötet wurde durch das. Okay. Macht jetzt nicht unbedingt besser, Sebastian. Man muss jetzt aber auch ehrlich sagen, die Nachkriegs Österreich hatte die Todesstrafe auch noch eine gewisse Zeit lang. Also ist nicht so, als wäre das jetzt so, die Todesstrafe ist nur in Diktaturen. Hm. Aber eigentlich kaum angewendet wurde, bis gar nicht in dann Nachkriegs Österreich. Außer für die Nazis halt, für die Hohen. Wir kennen ja auch aus der jetzigen Zeit immer noch Demokratien, mit denen wir auch an einem Tisch zusammensitzen und wo keiner sagen würde, die sind irgendwie... China, naja. Saudi-Arabien. Nee, ich denke da eher an Japan. Ach oder so. Die USA. Japan hat die Todesstrafe, das wusste ich nicht. Ja. Okay. Wurde sogar dieses Jahr wieder durchgesetzt. Okay. Okay. Ja, gut. Also, ja, das ist eine andere Diskussion. Nee. Okay, also erster Attentatsversuch.
Genau. Und Einführung der Todesstrafe. Und danach kommen dann auch wieder die Sozialdemokraten auf das Treppchen. Und die verhandeln halt mit dem Dollfuß. Weil die Sozialdemokraten finden seine Standesregelung da nicht ganz so schlecht. Beilegung des Klassenkampfs und so weiter. Aber... Guck mal, wir müssen kurz mal unterscheiden. Aber die Sozialdemokraten sind ja keine Kommunisten, ne? Nicht, dass das jemand durcheinander bringt. Das heißt, die waren ja jetzt nicht unbedingt interessiert an dem Klassenkampf auf der Straße oder ausgetragenen Klassenkampf. Sehe ich das richtig? Genau, genau. Mhm. Das waren ganz reguläre Politiker. Mhm. Wie bei in Weimar zu der Zeit auch die wie hieß er? Der Stresemann und so weiter. Ja. Das war jetzt auch kein... Sozialdemokraten gab es ja auch schon im Deutschen Kaiserreich, sicherlich auch in Österreich, Ungarn wird es ja auch schon Sozialdemokraten gegeben haben. Ja, sicher, es gab ja auch Parlament und so. Ja. Also es ist nicht unvereinbar. Wobei Stresemann war kein Sozialdemokrat, verdammt. Jedenfalls hatten die Sozialdemokraten in der Weimarer Zeit auch passable Politiker, genauso in der österreichischen Ersten Republik. So zum Beispiel Herrn Karl Renner. Der hat auch dem Dollfuß gesagt, ja, wir anerkennen eure berufsständische Verfassung an, aber wir wollen wieder Nationalrat haben. Das fand Dollfuß nicht so schön. Weil er war ja noch nicht fertig im Rebooting der österreichischen Republik. Ja. Ist nicht so, als hätte er nicht mit ihnen verhandelt. Soweit ich gelesen habe, war ja auch Dollfuß schon daran interessiert, mit ihnen zu verhandeln, nur dann, wo ja auch anfing, dass der Untergrund dann auch Anschläge startete, also die Sozialisten, dann er hat so quasi die amerikanische Meinung gehabt mit, wir verhandeln nicht mit Terroristen. Ja, na, Dollfuß dachte sich ja auch, ich will Ruhe im Puff, sprich, meine größten Widersacher der Sozialdemokraten, komm, wir setzen uns mal einen Tisch legens bei, dann haben wir hier schön Ruhe bei uns im Staat und können gemeinsam die Zukunft aufbauen, beziehungsweise ich baue die Zukunft auf und ihr stimmt und ihr zu. Ihr guckt zu. Dann würde ich jetzt mal kurz im Blick auf die Zeit jetzt mal eine Sache zusammenraffen, weil wir haben ja quasi jetzt den Bürgerkrieg haben wir im ersten Teil schon besprochen, das ist ja das, was jetzt wahrscheinlich folgt. Ne? Ja, genau. Jetzt würde ich gerne zu dem nächstgrößeren Ereignis kommen, zu dem angekündigten Tod von Dollfuß und kurz schon direkt einwerfen, ich glaube, wir werden einen dritten Teil brauchen. da ich glaube, dass wir das heute nicht zu Ende führen können. Entschuldigung. Aber ich finde es jetzt gar nicht so schlimm. Ja. Bitte. Das machen wir nächstes Jahr. Genau. Ja, Gott sei Dank haben wir übermorgen Neujahr, dann ist das nicht mehr ganz so lange. Ja. Genau, das machen wir gleich an Neujahr, noch mit schönem Kater. Ja, genau. Nee, das ist das Thema zu heikel. Weil jetzt geht es ja jetzt wirklich erst richtig los. Also unserem Titel steht da 1934 bis 38. Das heißt, wir sind ja jetzt quasi jetzt im Entstehen des Ständestaates wirklich angekommen. In der Anfangsphase. Genau. Aber jetzt gerne, was ist denn dem guten Herrn Dollfuß passiert und wer hatte was gegen ihn? Ja, die Nationalsozialisten waren ja immer noch gegen ihn. Und nachdem die Sozialdemokraten bzw. die Republikanische Schutzbund nach dem Scheitern der Februarunruhen bzw. des österreichischen Bürgerkriegs ausgeschaltet waren, waren nur noch die Nationalsozialisten da. Und die wollten jetzt auch mal Fakten schaffen. Und ja. Dann kam halt der Juliputsch. Wurde ja im ersten Teil auch schon besprochen. Die Nationalsozialisten planen den Putsch. 25. Juli war es der Fall. 1934, genau. Für alle nochmal. Und die Putschisten haben es auch geschafft, anders als die Sozialdemokraten und republikanische Schutzbündler, die Rundfunkzentrale in Wien zu besetzen, aber halt auch das Bundeskanzleramt. Und dort hielt sich Herr Dollfuß noch auf. Alleine. Wahrscheinlich auch auf der Flucht und so weiter, sich in Sicherheit zu bringen. Und da kann dann mit alleine muss ich jetzt aber ehrlich sagen, da habe ich anderes gehört, dass er irgendwer war noch dabei bei ihm. Ich bin mir aber nicht sicher, wer, aber ist egal für die Geschichte, muss man ehrlich sagen. Und dann kam ein Herr Otto Planeta,
mit einem anderen Putschisten. Ja. Mit einer klaren Mission. Wo ich die Geschichte gerade höre, weiß ich, dass wir die im ersten Teil auch schon angesprochen hatten, ne? Mhm. Ah, okay. Ja, dann also, kannst da warst du sehr, sehr betroffen. Dann kannst du es gerne nochmal vielleicht schnell und mal für uns zusammenfassen. Ja. Also im ersten Teil haben wir es tatsächlich schon gehabt. Die drangen halt ein. Dollfuß wollte noch flüchten. Aber er wurde getroffen. Ich mach das gerade theatralischer, als es eigentlich ist. Er wurde getroffen und ist dann am Boden verblutet. Dass er keinen Priester und keinen Arzt bekommen hat, wurde im ersten Teil schon beschrieben. Aber da muss man jetzt mal einen kleinen Ausflug machen. Wenn es jetzt ein Tarantino-Film gewesen wäre, ich weiß, ja, ist ein bisschen jetzt absurd, ne? Aber ich glaube, es wäre krass gewesen, wenn er sich noch einen Standoff mit denen geliefert hätte, weil er war ja auch beim Militär und hätte sein Maschinengewehr unterm Schreibtisch noch gehabt. Die Schwarzlose holt er raus, zack. Ja, die Hellriegel, ich wusste keiner, was für ein Prototyp hin ist. Er hätte tatsächlich das Zeug ja wahrscheinlich dazu gehabt. Ja, aber dann mit so einem Schwarzenegger-Englisch. Ja. Okay. Also man muss halt sagen, diese zwei Putschisten, das war ja nicht ihr Plan, wie wir auch schon, glaube ich, beim ersten Teil gesagt haben. Eigentlich, sie wollten die ja zum Rücktritt zwingen und sie waren ja als Polizisten verkleidet. Also er wusste ja gar nicht zuerst von der Situation ganz. Das, ja. Ja. Die Putschisten haben dann auch gedacht, nachdem Dollfuß ausgeschalten war, treten viele Teile des Bundesheeres auf ihre Seite über und ja, dann übernehmen sie die Macht, aber ist nicht passiert. Mhm. Und, selbst wenn sie es geschafft hätten, wäre Mussolini einmarschiert. Das hat er nämlich angedroht, dass die italienische Armee einmarschiert, falls dieser Putsch klappt. Ach, okay, krass. Da, ja, okay. Alte Freunde. Gibt es ein kölnisches Karnevalslied? Vielleicht beim nächsten Mal nehmen wir wirklich ein Foto. Es gibt ein paar schöne, wie der Dollfuß am Strand mit Mussolini geht. Das ist. Das ist ganz so eine Männerfreundschaft. Es ist wirklich eng. Wie gesagt. Du die Szene aus Heldenkanzler? Nee, ich meine ein echtes Foto. aber wirklich, da sind sie am Strand. Er ist wirklich wie in der Szene von Heldenkanzler in Badehose und der Dollfuß geht mit seinem Anzug und mit seiner Jacke so über den Arm geschlagen, mit ihm nebenher und beide lachen so. Und während auch nochmal, wie wir gesagt haben, letztes Mal, während diesen Anschlag auf Dollfuß war auch seine Frau derzeit bei der Mussolinis Frau. Also, die waren wirklich befreundet. Das ist auch, aber was ich glauben kann. Wenn ich es mal so sagen darf, es gibt ja eigentlich eine späte Rache von Dollfuß, denn soweit ich mir bekannt ist, ist diese Planete ja festgenommen worden. Und da es ja ein Militärgericht gab oder halt man standrechtlich hingerichtet werden konnte in Österreich, vermute ich mal, ich weiß nicht genau, dass der Planet wahrscheinlich dieses Schicksal erlitten hat. Hat er auch. Der ja, deswegen wurde er gefeiert als Märtyrer im Dritten Reich dann. Ah, er wurde am 31. Juli 1934 hingerichtet. Also könnte man sagen, das war dann die späte Rache des Dollfuß. Hat ihm auch nichts mehr gebracht. Also. Nee, sicherlich nicht, aber ist schon trotzdem interessant, dass er die Todesstrafe vorher verkündet und dann sein eigener Attentäter seiner eigenen ausgesprochenen Gesetz quasi zum Opfer fällt. Aber bei der Hinrichtung Planetas kommt noch ein anderer interessanter Fakt Österreich zu Trage. Er wurde zum Tod durch den Strang verurteilt. Ach so, nicht standrechtlich, okay. Ich rate mal, kurzer Fall und nicht langer Fall. Also vom Strang. Ach so. Weder noch. Österreich hat keinen Galgen gehabt. Im herkömmlichen Sinne. Österreich, genauso wie die Spanier, haben sich eines Würgegalgens bedient. Oh. Ist das der, wo du quasi hinten dieses Ding drehst? Genau. Und dann, was man so typisch aus diesen Kolumbus-Filmen auch kennt. Genau. In Spanien Garrot genannt. Okay. Oder auch von Vercingetorix in der Serie Rom. Ja. Stimmt, der ist auch so hingerichtet worden. Ach, sprich, krass, okay, heftig. In sitzender bzw. stehender Ausführung und dann, ja. Okay, das habe ich ehrlich gesagt noch nicht gekannt am Würgegalgen.
Ja, das ist quasi, wenn man sich das vorstellt, du sitzt oder stehst halt und du hast halt das Seil um den Hals und auf der anderen Seite steht halt jemand und der hat halt einen Stab quasi, wo das Seil drum gewickelt ist. Und wenn du den Stab halt anfängst zu drehen, dann zieht sich halt das Seil zu. Und so wird er halt, aber das ist ja wirklich brutal. Also, das ist ja anders als der Genickbruch beim Fallen halt durch den Strick. Genau. Bei der englischen Methode durch den langen Strick. Ja. Ach krass, okay. Weiß man, warum die Österreicher das hatten? Jetzt nur mal so, jetzt zum Abschluss noch mal, vielleicht als kleinen Ausflug. Hat das eine Bewandtnis gehabt? Weil also. Wüsste ich jetzt nicht. Ich würde es als Warum sie den regionale. Galgen hatten, den Würgegalgen? Ja. Ich würde Oder es wie? als regionale Besonderheit. Ich habe jetzt gerade einen Artikel gerade gesehen, das wurde anscheinend sogar schon in der Countkammonarchie so gemacht. Ja, da gab es auch einen Scharfrichter, der wie ein Prominenter gefeiert wurde. Ist ja Okay. auch da auf, also ein Foto sehe ich da mit irgend so ein Italiener hat ihn da hingerichtet haben, da stehen sie auch alle so happy daneben, während der Typ da so hängt. Ja. Andere Und der Zeiten. Scharfrichter so auf dem Würgegalgen gestützt, das Bild? Nee, das ist. So Die ein stehen Feistack? daneben so. Der hängt und die stehen daneben. Aber nicht auf den Würgegalgen gestützt, sondern feister Mann mit Melone? Nee. Okay. Also das ist. Weil das Bild kenne ich von dem Herrn Lang. Nee, ist ein anderes Foto von irgendwen anderen hingerichtet, nämlich. Okay. Das Foto Aber. werde ich jetzt hier mal nicht einblenden. Ihr wisst sicherlich, dass YouTube sowas nicht interessant findet. Ja. Na, interessant vielleicht schon, aber andere Bewandtnis. Aber, ja. Jedenfalls, ja, Dollfuß ist gestorben und Schuschnigg kommt. Okay, das ist dann In der der nächsten Folge. Teaser in der nächsten Folge, ne? Okay, sehr, sehr interessant. Also ich finde es jetzt gar nicht, ehrlich gesagt, so schlimm, dass es so lang geworden ist, weil und ich finde es auch super interessant, dass wir quasi den ersten Teil losgelöst von der Politik gehabt haben, weil so hat man jetzt im zweiten Teil noch mal Sachen aus dem politischen Grund hat man noch mal verweben können mit dem ersten Teil. Und das ist natürlich für das Gehirn natürlich super, weil du musst aus der Erinnerung Sachen hervorholen. So lernt man auch besser, als wenn man das einfach alles runtergerattert bekommt. Ja, also damit bedanke ich mich vielmals bei dir, Arthur, heute für diesen tollen Vortrag und für das ganze Gespräch. Sebastian, ich bedanke mich auch bei dir und natürlich bei dir, Marvin. Gerne. Ja, in diesem Sinne wünsche ich uns allen, euch allen, ein schönes neues Jahr und einen guten Rutsch. Und ja, jetzt kann jeder gerne nochmal auf Wiedersehen sagen, aber ich sage jetzt schon mal Tschüss und wir hören uns dann beim nächsten Mal. Besten Dank, es war mir eine Freude. Ja, ich Medal wünsche of guten Rutsch.